Ist das Peric? Das ist Peric. Ihr Lieben, ach Gott, ey. Wieso muss ich das denn immer machen? Das ist unfassbar. Egal. Ich habe eine Kleinigkeit für euch vorbereitet, damit ihr auch richtig gut in diesen Stream startet. Sekunde. Ich finde das super. Ich bin da raus aus der Nummer. Das hat Alex gebastelt, ihr wisst das. Ihr wisst das. Nein, Sounds sind aus. Also, ihr erwartet es ja eh. Und ich weiß eh, dass ich nicht drum herum gekommen wäre. Weil ich irgendwie alles anspreche. Ich weiß über dieses Wochenende, dass ich mich auf LAN immer nur freundlich zu den Leuten äußern würde. Ich würde niemals jemandem was ins Gesicht sagen. Anscheinend haben die alle auf den APMs geschlafen. Ich weiß es nicht, aber ja. Klar. Bei Gifts bin ich raus. Ja, wir haben ein nettes Thema und ich sag euch vorab, ich mach mal Musik, ich mach mal hier so eine Chill-Step-Mucke an. Irgendwas muss mich runterbringen. Ich brauche irgendwas, was mich runterbringt. Wir haben ein sehr schönes Diskussionsthema und ich versuche den Chat gleich ein bisschen mit einzubinden, aber es wird wahrscheinlich heute relativ schwer werden, weil es ist sehr, sehr viel Gerede. Es wird auch sehr, sehr viel durcheinander sein und für viele wird es vielleicht auch ein bisschen zu viel werden. Es ist sehr, sehr viel Input, was in den letzten, ja eigentlich seit Samstag auf mich eingeprasselt ist und auf uns alle, zumindest die sich mit der Thematik ein bisschen beschäftigt haben. Und ich sage vorab, wir werden vielleicht werden wir auf den Nenner kommen, vielleicht entwickelt sich das auch noch während des Streams. Ich muss sagen, bei mir ist das, fix dein Greenscreen. Oh, wallah, Habibi. Entschuldigung. Das ist vom Wochenende noch. Ich selbst habe das Problem gehabt, ähnlich wie bei der letzten Thematik, bei der Trilux-Thematik, dass ich ein bisschen hin und her gerissen war und dann im Endeffekt mich doch irgendwie durch den Stream und durch die Kommentare hier und allem dann doch für eine Richtung entschieden habe. Ich vermute, dass es heute genauso sein wird, denn es ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Es ist ein typisch deutsches Thema, wenn wir es vielleicht sagen möchten. Und es wird auch vielen nicht gefallen. Ich werde mir auch keine Freunde damit machen wahrscheinlich, aber ich bin auch nicht zum Freunde machen hier, sondern um die Sachen anzusprechen, die passieren. Und wie meine Meinung dazu ist, ob sie gefällt oder nicht, es kann sich auch immer noch ändern, aber ich glaube, dass ich eine Tendenz habe in der ganzen Sache, in der ganzen Geschichte, aber da kommen wir nachher zu. Wochenende! ESL-Meisterschaft. Ich habe von den Spielen relativ wenig gesehen, muss ich sagen. Ich habe, ich glaube, eine Map von... Was habe ich denn gesehen? Ich glaube, die Weisen... Habe ich diese erste Map von die Weisen gesehen? Ich glaube, die Weisen gegen... PKD habe ich eine Map gesehen oder zwei halbe, ich weiß es nicht genau, nicht so viel. Es war ja relativ eindeutig, die Finals. Das war aber vorher schon absehbar, in welche Richtung es gehen wird. Da muss man jetzt schon ehrlich sein. Attex war da der klare Favorit, ist auch so ausgegangen. Und es gibt eine Story und ich denke, die meisten haben es von euch mitgekriegt. Ich werde es aber trotzdem nochmal ganz genau erzählen. Also, wie passt die Musik super dazu, oder? Folgendes ist geschehen und ich weiß das eigentlich seit Tag 1. Letzter Spieltag der ESL-Meisterschaft. Im Rennen waren noch einige Teams. Panthers war noch im Rennen, Planet Key war noch im Rennen, Euronics war noch im Rennen, Berserk war noch im Rennen, die es dann auch geschafft haben. Die Weisen war schon durch zu dem Spieltag. Wenn übrigens irgendwas falsch ist an der Sache, müsst ihr mir das sagen. Ich versuche das nur alles wieder zusammenzukriegen. Mir ist in den letzten 48 Stunden so viele Infos auf mich eingeprasselt, dass ich gar nicht weiß, wie ich das alles verarbeiten soll. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und Ausgangslage war folgende. Euronics, und es geht sich eigentlich um drei Teams. So, Panthers ist uninteressant, Berserk ist in der Hinsicht uninteressant. Es ging nicht um drei Teams. Es geht sich um Planet Key, es geht sich um die Weisen und es geht sich um Euronics. Das sind die drei Teilnehmer an der ganzen Story. Die Weisen selbst ist durch. Planet Key kann es in dem Moment schaffen, wo Euronics keine 4 Punkte erzielt aus diesen 2 Maps. Das heißt, ein Draw spielt Overtime, das wäre dann der Punkt.
und dann die zweite Map zum Beispiel gewinnt oder beide Maps gewinnt, wie auch immer. Heißt, Euronics hatte eine relativ schlechte Ausgangslage, mussten gegen die Weisen spielen, was dann vielleicht wieder positiv ist, weil für die Weisen war die Nummer eigentlich schon durch, ja? Die waren halt schon qualifiziert. Das ist nicht das Lied, was ich dazu haben will. Das ist super. Ausgangslage wie folgt. 4 Punkte für Euronics sind weiter. Wenn sie es nicht schaffen, sind sie raus und sind Raute 5. Kriegen wir Raute 5? Im Endeffekt ist es genauso passiert, wie man es vermutet hat. Oder was heißt vermutet hat? Oder genau das, was hätte nicht passieren dürfen für Euronics. Sie haben die erste Map... Was? Achso. Euronics hat die erste Map 16-14 verloren. Hat die zweite Map, glaube ich, 16-14 gewonnen. Also die zweite Map haben sie auf jeden Fall gewonnen. Haben also nur 3 Punkte aus 4 gemacht. Damit war Planet Key zusammen mit die Weisen, Attex und Berserk auf den Finals. Ich sage vorab, und das werde ich bestimmt auch nochmal im Verlauf des Abends sagen, ich würde nicht behaupten, dass dieses Spiel, Game Changer passt super, ja, dass dieses Spiel der Grund dafür ist, dass Euronics nicht auf den Finals ist. Das hat man vorher verkackt. Ja, wenn man auf dem letzten Spieltag, dass er muss, sich selbst als Top 2 sieht, vielleicht auch hinter Attex oder mit Attex gleich, dann muss man das halt vorher schon zumachen, die Geschichte hat man nicht. Also das Spiel selbst ist sicherlich nicht ausschlaggebend dafür, dass sie es nicht geschafft haben. Wie ich halt bin, habe ich dann auch gerne mal ein bisschen den guten Chris aufgezogen. Ich verstehe mich ja sehr, sehr gut mit Chris und ich behaupte, dass ich mit Chris und mit Robin, also mit Skrunk, sehr, sehr gut verstehe, Crispy und Skrunk. Dementsprechend habe ich Crispy ein bisschen aufgezogen. Hab ihn öfters mal, wir haben ihn ein bisschen zugesperrt mit Raute 5 und sowas. Und dann kam von Nisten dieses wundervolle Bild. Ich weiß nicht, ob Nisten das noch hat. Vielleicht habe ich es auch noch hier. Warte mal, ich kann mal ganz kurz gucken. Ich müsste es eigentlich noch hochgeladen haben. Ich habe ja nur 929 Fotos oben. Harry Bang, Fats Bang, The Carmen, Robert Geis, ey. Ja. Gab's dieses schöne Bild? Ich finde das immer noch super. Das Bild gab's und daraufhin war es halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es irgendwas getriggert hat oder sonst was, keine Ahnung, aber danach habe ich auf jeden Fall 10.000 Nachrichten bekommen. So, natürlich in erster Linie vom Euronics-Lager. Und es war alles so ein bisschen wirr. Kurz zur Geschichte, oder vielleicht ist es so erleichtert, diese Geschichte zu erklären, wenn wir einfach mal den Tweet von Trommler nehmen. Trommler hat am Samstag getweetet, genießt ihr das erste Halbfinale, ein Halbfinale, was so nur stattfinden kann, weil ein PKD-Spieler einem Devisen-Spieler Zugriff auf den FTP von ESG besorgen konnte, auf dem alle Demos, Strats etc. gespeichert waren. Ja, nachlässig von ESG, Moral bei manchen Spielern, nein. Das Ganze fand vor dem letzten, alles entscheidenden Spieltag statt, an dem ESG sich aufgrund einer Runde nicht für die Finals qualifizieren konnte. Hier werden keine Namen genannt, aber ob Entschuldigung oder nicht, jeder Beteiligte sollte sich in Grund und Boden schämen. Das ist eigentlich so, der wichtigste Teil davon. Ich erkläre es auch nochmal ganz kurz. Danach wurde mir gesagt, und natürlich erstmal sehr, sehr vage, dass jemand vom FTP von Euronics die Demos geladen hat der letzten Prax. Diese Demos der Prax waren nicht öffentlich. Das heißt, sie haben sich extra dafür, dass sie halt einfach so knapp davor sind auszuscheiden, haben sie halt sich nochmal zusammengesetzt, haben ein bisschen was Neues einstudiert, haben neue Pistols gemacht, haben neue Strats gemacht, dies und das. Und es muss wohl während des Spiels schon so gewesen sein, dass man gemerkt, oder dass halt direkt Anti gespielt wurde auf die erste Pistol. Ich habe das Spiel selbst nicht gesehen, aber es hat auch keiner abgestritten, also denke ich mal schon, dass das auch so der Fall war. Das heißt, man hat sofort auf die Pistol Anti gespielt. Das Ganze hat sich echt ewig gezogen, diese ganze Story. Also das heißt, mir wurde das gesagt, ich rede da natürlich nicht drüber, deswegen kriege ich diese Infos, weil es haben mich nämlich einige auch im Discord gefragt, warum macht das keiner von euch öffentlich? Ich habe immer gesagt, ich rede erst darüber, wenn es wirklich öffentlich ist, außer es ist halt wirklich was ganz, ganz Wichtiges oder wie eine Demo-Analyse oder so, dass Xen wieder durch Wände guckt oder keine Ahnung. Dann kann ich das machen. Aber bei so Sachen, die Leute vertrauen mir, ich behandle das mit Vertrauen. Ich habe nichts dazu gesagt. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass was kommen wird. Das war auch so angedacht.
um das schon mal vorwegzunehmen, ich weiß, dass die Beteiligten miteinander gesprochen haben und dass es dort auch, eigentlich den Plan gab, eine News zu verfassen auf 99 Damage, die ganze Sachlage ein bisschen aufklärt. Das sollte, lass mich überlegen, also sie wollten das vorher schon öffentlich machen, das hat irgendwie nicht so richtig geklappt, durch die Gespräche, allem drum und dran. Nachdem das hier alles so ein bisschen durchgesickert ist, was, Hundens Antwort unter dem Tweet? Hat Hunden was geschrieben? Unter welchem Tweet? Ich sehe hier nichts. Es ist praktisch so durch, also der Vorfall ist passiert, man hat das alles so ein bisschen nach hinten geschoben, das ist so viel Input, Alter, und hat Gespräche geführt, natürlich alles so ein bisschen abseits der Öffentlichkeit, und es hieß, also ich, ganz kurz nochmal, ja, bevor es jetzt irgendwie heißt, Mike, du bist von auf einer Seite, auf anderen Seite, ich erzähle euch jetzt, ich habe von jedem Input bekommen, ich habe von Seiten von Euronix Input bekommen, ich habe von Seiten von Devisen Input bekommen, von den entsprechenden Leuten. Ich werde euch beide Geschichten erzählen und wir werden dann daraus irgendwie einen Schluss ziehen. Also, den zweiten Tweet von Trommler. Okay, das interessiert mich ja jetzt schon. Okay, ja. Kann sein. Ich schließe das alles gar nicht aus. Es geht sich jetzt nur um diese Thematik. Das, was halt öffentlich ist. Aber da muss man das halt öffentlich ansprechen. Aber wir kommen da gleich zu. Das wird nicht das letzte. Also es wird heute ein bisschen länger dauern, auf jeden Fall. Also stellt euch drauf ein, weil das wird kein Thema sein, was man so im Fingerschnipsen beenden kann. Wo waren wir? Ich muss weniger im Chat achten. Wartet. Also, es wurde im Hintergrund ein bisschen gequatscht, wie man verfahren soll. Euronix hat natürlich darauf bestanden, dass das irgendwas zwischen Straftat, Vertragsbruch, allem drum und dran ist, Betrug ist, Wettbewerbsverzerrung ist, und dementsprechend hat man die Gespräche gesucht mit der ESL und natürlich auch mit den Beteiligten. Ich weiß nicht, ob jetzt komplett die Weisen dabei war oder halt einfach nur in dem Fall, muss man die betroffene Person, ist in dem Fall Skrunk, der sich diese Demos runtergeladen hat oder haben soll, zu dem Zeitpunkt, wie es noch haben soll. Die Gespräche wurden geführt und Robin, also Skrunk, sollte dann ein Statement verfassen diesbezüglich. Das ist alles natürlich hinter den Kulissen passiert, davon habt ihr denn nicht wirklich was mitbekommen. In dem Statement stand drin, dass jemand die Demos geladen hat oder dass man ihm den Link gegeben hat, um diese Demos zu laden vom FTP. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wurde aus dem ersten Statement noch nicht ersichtlich, wer ihm den Link gegeben hat. Das wurde dann wohl erst mit dem zweiten Statement ersichtlich. Und all das ist wohl so passiert, dass Euronix davon nichts mitbekommen haben soll, von diesem Statement, wer oder wie oder was. Die ESL hat sich daraufhin entschieden, und das war, glaube ich, Mitte letzte Woche, wenn mich nicht alles täuscht, das Team Devisen mit 6 PPs zu belegen in der ESL-Meisterschaft. Und das war's im Prinzip. So, ja, also das heißt 6 PPs. Auch da dürft ihr mich gerne korrigieren. Ich habe das heute gehört und auch gelesen, dass 6 PPs in der ESL im Prinzip heißen, ihr habt eine Wildcard als Beispiel. Die Wildcard muss immer 7 Tage vor Spieltag eingelöst werden. Ich glaube, wenn du es 4 Tage vorher machst, 4 Tage bevor das Match stattfindet, bekommst du 6 PPs. Ja, also nur um mal so ein Verhältnis dazu zu sehen. Und das war praktisch der erste Punkt, so, ja. Also das heißt, es wurde intern geklärt. Dann weiß ich, deswegen habe ich auch gesagt eigentlich, dass eine News kommt. Letzte Woche war es geplant, dass eine News kommt auf 99 Damage. Mit einem Statement voraussichtlich, ich weiß nicht, ob es von beiden Seiten ist oder nur von Euronix. Ein Statement auf 99 Damage kommt zu dieser ganzen Thematik mit Devisen und Co. Die sollte Donnerstag kommen, ist aber dann letzten Endes doch abgesagt worden. Gründe können viele sein. Gründe können sein, dass wir, dass da wirklich die Orgas gesagt haben oder zumindest ESG gesagt hat, wir stehen vielleicht schlecht da.
und könnte uns vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, negativ ausgelegt werden. Vielleicht hat die Weisen das auch gesagt, vielleicht hat 99 Damage das auch gesagt. Im Endeffekt kam diese News nicht. Alle haben sich dagegen ausgesprochen, diese News zu bringen. Und dementsprechend ist das Ganze so ein bisschen weggefallen, unter den Tisch gekehrt worden. Wie gesagt, ich wusste das schon seit 2 Wochen von. Ich hätte es auch angesprochen, aber ich mache sowas halt einfach nicht, wenn es nicht öffentlich ist. Ist einfach so. Außer es ist halt wirklich was richtig Ekliges. Und im Endeffekt ist die ganze Bombe jetzt erst geplatzt durch Trommler am Wochenende. Und das Ganze ist auch relativ, die Weißen und ESG haben sich geeinigt. Okay, also beide Seiten haben sich geeinigt, die News nicht zu veröffentlichen. Wahrscheinlich vielleicht, weil es beiden schaden könnte. Und, wo war ich denn jetzt? Genau. Das Ganze ist, es ist halt wie es ist. Deutsches Counter-Strike oder Counter-Strike im Allgemeinen, da wird keiner die Schnauze halten, ja. Es sind mindestens, wenn man so sieht, 3 Teams involviert. Dementsprechend ist natürlich die Anzahl der Spieler, die ganzen Scheiß mitgekriegt haben, auch groß. Also von den Spielern ausgehen 15, wenn man bei jedem noch ein Stand-in, sind wir bei 18. Plus Teammanager sind wir bei 21. Wer weiß, wie viele es noch wussten. Dass 21 Leute nicht die Schnauze halten können, wenn das Ganze, wenn es um sowas geht, das ist klar. Das heißt, es ist langsam überall durchgesickert. Ich war auch überrascht, wer das alles weiß. Mir wurde es im Vertrauen erzählt, aber ich habe es schon von vielen Ecken gehört. Also das ist halt dann ein Rattenschwanz wie immer. Ja, einer erzählt es dem Nächsten, der kann die Schnauze eh nicht halten. Und dass das nicht unter Verschluss bleibt, war irgendwie logisch. Am Samstag auf den Finals. Was? Meint eine andere Musik wäre entspannt oder noch leiser? Weird Talk? Was soll ich denn? Hier, ich mach jetzt hier, dann mach ich halt das wieder an. Ich weiß doch nicht was, sag mir das doch vorher. Hier. So. Viel besser geht's nicht mehr. Wo waren wir denn? Genau, also Finals Wochenende. Die Situation wie folgt: Trommler sitzt natürlich auf dem Event und sieht wohl, ich kann das nur so wiedergeben, wie Trommler es halt auch gesagt hat, er sitzt auf dem Event und schaut sich gerade das Match an und platzt halt irgendwie der Kragen, weil er halt einfach echt genervt ist. Ja, verstehe ich. Ja, ich verstehe es schon. Ich verstehe es halt schon so. Es ist halt, ich glaube, für jemanden, der, wenn man wirklich hinter E-Sport steht, und ich schätze jetzt einfach mal, dass Trommler jetzt der Fall ist, dass er halt einfach E-Sport-Fanatiker ist, dann nervt einen das vielleicht schon, wenn man ein bisschen Richtung Fairplay geht. Okay. Das Ganze ist eigentlich damit erst öffentlich geworden. Man hat die Kommentare schon tagelang auf 99 Damage gesehen, wer sich ein bisschen da durchgestöbert hat im Forum, unter News, unter den Headlines oder sonst wo, stand immer wieder mal drin, wie sieht's eigentlich aus mit den Demos, die die Weisen vom FTP gezogen hat und dies und das. Es ist ein bisschen durchgesickert, aber es ist halt nicht so wirklich offiziell kommuniziert worden. Dadurch, dass Trommler aber natürlich ein paar Kontakte hat im E-Sport, ja, er kennt halt ein paar Leute ganz gut und hat halt einen Namen als Fan in der ganzen Szene und ist das natürlich schon relativ hochgegangen. Und gerade weil Trommler auf dem Event selbst war, wird er sicherlich so einiges dazu gehört haben. Das wird wahrscheinlich jeder, der da gewesen oder wäre und ein bisschen bekannt ist in irgendeiner in dem Bereich, der wird wahrscheinlich in dem Moment auch angesprochen werden auf den Finals. Das heißt, Trommler hat es veröffentlicht und damit ist im Prinzip alles öffentlich geworden. Komplett öffentlich. Also zu 100% so, dass es wohl confirmed ist. Es ist natürlich ein bisschen krass, wenn man überlegt, dass Trommler ja so gar nicht in der Szene drin ist, er eine News oder einen Tweet raushaut und auf einmal der ganze deutsche E-Sport oder deutsche Counter-Strike-Bereich auf dem Kopf steht. Das ist schon krass. Es ist schon krass und ich habe wohl gehört, das soll dicke Luft gewesen sein auf den Finals. Ich habe zu wenig davon gehört, aber es soll wohl ganz gut dicke Luft gewesen sein auf den Finals. Okay. Jetzt zur Sachlage nochmal. Für euch nochmal zur Erklärung. Bis zu dem Zeitpunkt war klar, dass diese Demos von dem FTP, von Euronix gezogen, runtergeladen wurden. Es war wohl relativ eindeutig, wer das gemacht hat. Es ging sich dann noch so ein bisschen um die Link-Sache. Und
Ja, es hat halt alles so einen kleinen bitteren Beigeschmack. Also, man weiß, dass zum Beispiel Johnny und Scrung echt dicke befreundet sind. Die kennen sich jetzt schon ein paar Jährchen und haben schon so in dem einen oder anderen Team zusammengespielt. Man weiß, dass Crispy und Scrung auch gut befreundet sind. Man weiß zum Beispiel, dass Cressy und Saiten von Euronix auch gut befreundet sind mit, ich glaube auch mit Johnny, wahrscheinlich auch noch mit ganz anderen oder auch mit Robin, die vorher in dem Team gespielt haben. Also das ist eigentlich schon ein Kreis von ein paar Leuten, die sich kennen, aber es gibt natürlich auch Seiten von Euronix, auch Spieler. Also ich erinnere mich noch an die ganze Fehde zum Beispiel zwischen Scrung und Kazuya. Ich glaube, die beiden können sich nicht so, auch wenn sie natürlich offensichtlich sagen müssen, ja, wir respektieren uns, wallah, Habibi. Ich glaube, die können sich zum Beispiel nicht so riechen. Okay. Zur Thematik nochmal, die Weisen war durch. Euronix musste eine Map verlieren im Prinzip, damit Planet Key safe weiter ist. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt kommt halt hinzu, also, ich gebe jetzt meine Meinung dazu, ja, und zu dieser ganzen Thematik und gebt mir gerne Input. Ich sag's euch, wie ich das finde und ich sag euch das, was an mich herangetragen wurde und wie es ungefähr gelaufen sein soll. Ich kann immer nur das sagen, was mir die Leute gesagt haben, sage ich euch, ja. Ich war nicht dabei, wie keiner von uns, oder die wenigsten von uns, ein paar waren dabei. Hätte ein Draw nicht gereicht? Naja, sie mussten 4 Punkte holen aus 2 Spielen. Dann hätte ein Draw und ein Win gereicht. Weißt du was? Auf jeden Fall musste Euronix eine mehr verlieren, damit sie raus sind, okay? Folgendes Szenario. Ich verstehe voll und ganz, dass zum Beispiel Team Devisen, also Devisen hat natürlich einen guten Grund, Euronix rauszukicken. Ich denke, dass die Freundschaft zwischen Scrung und Johnny so dicke ist, oder auch, ich weiß nicht, wie es mit Alex und Co. ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber dass man da sagt, hey, wir werden uns aufreißen, dass ihr auf die Finals kommt und halt nicht Euronix. Wir sind gut befreundet, wir geben uns Mühe. Plus, Euronix kann damit einen der vermeintlich, ich sage bewusst vermeintlich, stärksten Konkurrenten aus dem Event nehmen. Nach Alternate wahrscheinlich den stärksten Konkurrenten auf dem Event. Zumindest namentlich. Wie das im Nachhinein ist auf LAN und sowas, das weiß man nie. Aber namentlich ist Euronix sicherlich hinter Atex anzusiedeln. Das heißt, die Weisen würde 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Würden auf dem Papier den schwächeren Gegner auf die Finals lassen, das wäre dann Planet Key, plus einer der stärksten Konkurrenten rausschmeißen und halt auch nicht die Gefahr haben, dass sie da irgendwie auf sie treffen. Das ist so ein schweres Thema, Alter. Dementsprechend wurden sich die Demos geladen, wohl vom FTP. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch relativ durchgesickert und ich glaube, das kann man offiziell sagen, dass es wohl so sein soll, dass Johnny den Link an Scrunk gegeben haben soll vom FTP und Scrunk hat die Demos runtergeladen. So, jetzt kann man natürlich an 2 Sachen schon mal ein bisschen anknüpfen. A. Ist es moralisch? Ne, fangen wir anders an. Es ist wahnsinnig nachlässig. Es ist wahnsinnig nachlässig von einer professionellen Orga, die man seit bei Euronix erwarten sollte, die jetzt auch nicht erst ein Jahr im Bereich Counter-Strike tätig sind und auch nicht erst ein Jahr im Bereich E-Sports tätig sind, dass da nicht die Möglichkeit besteht oder dass man da so unsauber gearbeitet hat. Und das hat man in der Situation. Auf jeden Fall wichtig jetzt. Danke, Manu. Gleich. das ist wahnsinnig nachlässig. Dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, diese Demos von einem TeamSpeak-Server zu ziehen, ist halt schon echt dumm. Sorry. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Art... Es ist halt irgendwo unprofessionell. Ich kann halt einfach, es ist einfach dumm. Es ist einfach dumm. Ja, ich habe schon gehört, Niklas, ich habe schon gehört. Das höre ich jetzt zum ersten Mal von. Aber, es ist jetzt zwar nicht hier Thema, aber das ist natürlich auch interessant. Ist definitiv interessant.
wenn das so stimmt. Also ich schließe nicht aus. Ich schließe gar nichts mehr aus. Counter-Strike und Counter-Strike Deutschland vor allem schließe ich gar nichts mehr aus. Wir reden aber, können wir gerne irgendwann nochmal, aber erstmal, ne? Das entschuldigt es ja trotzdem nicht. Auf jeden Fall ist es erstens schon mal wirklich selten dämlich, dass es Möglichkeiten gibt, oder die Möglichkeit gibt, sich die Demos vom Teamspeak zu laden. Es ist halt einfach dumm. Es ist einfach dumm. Entweder mache ich es, weiß ich nicht, per irgendeinem Google Drive oder und mache es so, dass ich sofort sehe, wer noch Zugriff darauf hat. Irgendeine Möglichkeit, aber im Teamspeak und dann, also zu kurz zur Erklärung, es ist wohl so, dass es ist wohl so, dass man mit gewissen Rechten auf dem Teamspeak von Euronix, also man kann nur mit diesen Rechten ins Teamspeak joinen oder auf den Channel joinen und sieht dann den Link von FTP. Also mehr oder weniger ohne Passwort und Co., sondern man hat Rechte auf dem Teamspeak. Diese Rechte ermöglichen einem in der Channel Description zu sehen, wie der Link ist von dem Ganzen. Es ist einfach verschlafen. Es ist einfach verpennt. Ich sehe schon, hier geht's richtig ab. Es ist einfach völlig verpennt, um ehrlich zu sein, da einem nicht die Rechte zu nehmen. Das ist unprofessionell. Das ist unprofessionell von der ganzen Orga. Punkt. Auf der anderen Seite, Alter, was ist hier los? Auf der anderen Seite muss man sich halt trotzdem auch fragen oder die moralische Frage stellen, wieso man diese Möglichkeit überhaupt ausnutzt. Es ist halt genau wie das, was jetzt hier wahrscheinlich im Chat besprochen wird, von dem ich noch nichts weiß. Das ist für mich halt neu. Könnt ihr mir gerne mal was zu schreiben. Aber wie das, was ich jetzt zum Beispiel halt hier in dem Chat lese, ist ähnlich unsportlich. Ja, es ist alles unsportlich. Das ist unsportlich, genauso wie das, was gemacht wurde, ist unsportlich. Das ist alles unsportlich. Ihr seid völliger Busch. Auf einmal sitzen alle hier. Was ist denn los mit euch, Alter? Das Ganze hat halt einen Fadenbeigeschmack und ich glaube nicht, dass mir da jemand widersprechen wird und Robin hat es mir halt gestern auch nochmal bestätigt. Ich denke, dass ich das meiste übrigens davon sagen. Ich hoffe, ich sage nichts, was falsch ist. Und wenn ich was falsch sage, dann sagt's. Beste Beispiel ist halt jemanden, den ich halt jahrelang wirklich hart geflamed habe. Das weiß er auch, mittlerweile ist zum Glück alles gut. Saiken hat eine Sache gemacht, wo ich dann wirklich einfach meinen Hut vorziehen muss. Finde ich einfach stark. Es ist wohl so, dass Saiken zum Beispiel immer noch Rechte hatte bei, ich glaube, bei Devisen auf dem Google Drive, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Robin, sonst korrigier mich, auf den Google Drive von Devisen Zugriff hatte, das aber frühzeitig gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich habe noch Zugriff bei euch. Man hat den Haken rausgenommen oder wie auch immer das funktioniert und Saiken hatte damit keinen Zugriff mehr. Das ist halt unfassbar sportlich. Und dann sowas zu machen, auch wenn man die anderen Spieler des Teams nicht mag, vielleicht, ja, aber bei jemandem, mit dem man ein gutes Verhältnis hat, und ich gehe davon aus, dass das mit Saiken und Co. so ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie, ich schätze Saiken auch mittlerweile als relativ umgänglich ein, also sehr umgänglich sogar, dann diesen Move zu machen, sich die Demo zu besorgen und ja, ihm halt doch irgendwo ins Gesicht zu treten damit, finde ich schon hart. Saiken hatte vor ein paar Wochen, oder in dem Moment, als das passiert ist, hatte er gepostet, das kam kurz danach, 27. November, ich glaube, das war direkt nach dem Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Fremde können zu besten Freunden werden, während beste Freunde zu Fremden werden. Ich finde, also neben all dem, dass es halt eh schon nicht so geil ist, muss ich sagen, dass diese Sachen mit Saiken, auch wenn es halt, ja doch, es hat schon was damit zu tun, die Sache mit Saiken, das Ganze nochmal wirklich nochmal echt einen ganz, ganz ekligen Beigeschmack gibt. Und da so in den Rücken zu fallen. Weiß ich nicht. Ich find's nicht gut. Punkt. Jetzt mal allein schon aus dem Aspekt heraus.
Jetzt ist die Frage, wie moralisch muss man das Ganze in Frage stellen? Und wir reden hier nicht von einer Situation von, ja, wir wissen, dass Euronix in irgendwelchen Praktgruppen Demos recordet, okay? Kann sein. Ich schließe das gar nicht aus. Ich schließe es absolut nicht aus. Aber das rechtfertigt ja nicht, einen ähnlichen Move zu machen. Das rechtfertigt überhaupt nichts. Dann darf man sich halt über die eine Scheiße auch nicht beschweren, wenn man selbst Scheiße baut. So, ich nehme jetzt nicht alle mit, ja, aber wenn da sowas ans Tageslicht kommt, dann ist das halt irgendwie mit, weiß ich nicht, mit zweierlei Maß gemessen. Das geht halt nicht. So, man kann nicht Moralapostel machen und spielen und dann auf der anderen Seite halt selbst so einen Scheiß bauen. Geht einfach nicht. Jetzt muss man nochmal zusammenkriegen. Also, das Ganze, und was halt dann vielleicht halt auch echt knüppelhart ist, man muss sich halt einfach so ein bisschen die Tragweite vor Augen halten, das Ganze, ja. Also ja, Euronix hat es nicht an diesem Spieltag verloren. Euronix hat die Spiele davor verloren, wo sie einfach total beschissen gespielt haben. Punkt. Die haben scheiße gespielt. Das wissen sie, glaube ich, auch alle selbst. Die waren einfach kacke. Und haben dementsprechend deswegen die Finals verloren. Nicht aufgrund dieses einen Matches. Aber das Ganze zieht halt einen Rattenschwanz mit sich. Und wenn man dann bedenkt, dass da noch andere Sachen dran hängen, ich nenne euch Beispiele wie Preisgelder, gut, Sponsoren, denen natürlich auch ein bisschen was geboten werden muss mit Ergebnissen, Verträge vielleicht innerhalb des Teams, die auch irgendwie vielleicht einen Einfluss darauf haben, den Einzug in die MDL, die auch nicht gerade uninteressant ist, sagen wir es mal so. Das sind alles Sachen, die mit dem ganzen Finals-Gedöns zu tun haben. Und oh, das ist halt einfach, ich weiß nicht. Übrigens, ihr könnt nachher alle eure Meinung dazu schreiben. Also ich muss halt auch, für mich ist halt auch nicht so einfach, weil ich halt wirklich mit Robin und halt mit Crispy eigentlich ein ganz echt gutes Verhältnis habe und auch generell da keinem auf den Schlips treten will, aber ich halt auch einfach fairen Sport haben möchte, so, wenn ich das gucke. Und deutsches CS ist eh schon wirklich, also sorry, es ist halt einfach kaputt. Es ist halt einfach Fakt, so. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie auf einem Weg ist, irgendwie reif zu werden, so. Und das Ganze macht es nicht unbedingt besser. So. Also, für mich ist es halt einfach eine moralische Frage. Ich verstehe, wenn. Also, es kann keine Szene geben, die sich komplett versteht. Das ist völlig unmöglich. Es ist völlig unmöglich, dass sich jeder in dieser Szene versteht. Es geht halt einfach nicht. Aber das aus. Es klingt schon teilweise aus den Sachen, die man hört, klingt das schon fast ein bisschen wie grell. Ein bisschen wie. Ich kann den eh nicht leiden, deswegen ziehen wir das knallhart durch und machen das einfach, juckt nicht. Ich finde es wirklich falsch, einzelne Leute an den Pranger zu stellen. Also in dem Fall muss man ja wirklich sagen, dass wahrscheinlich der am meisten leidtragend von dem Ganzen ist, wirklich Skrung ist. Der kriegt es halt am meisten drauf und Skrung ist ja eigentlich ein Community-Liebling. Sicherlich auch nicht für einfach für ihn, aber den Schuh muss er sich dann halt auch anziehen. Aber man sollte halt auch trotz alledem bedenken, dass das Ganze eine Teamentscheidung war. So wie ich das weiß, hat man das angesprochen und hat sich als Team dafür entschieden, das zu machen. Diese Demos zu nutzen, als komplettes Team, als komplettes Line-Up. Jetzt nur, ja, Robin geht natürlich ein bisschen voran, ist vielleicht so ein bisschen der aussagekräftigste Spieler von den Jungs, der vielleicht auch die meiste Präsenz hat. Und aber jetzt alles auf den abzuwälzen, ist halt einfach ekelhaft. So, da sind ganz, ganz viele Leute mit involviert. Ich habe keine Ahnung, vielleicht geht es auch noch hoch bis zu Coach, bis hoch zu Teammanager, keine Ahnung. Ich denke schon, dass da mal drüber gesprochen wurde. Und ja, auch die Leute, das ist die Organisation davon, das wäre die Höhe. Hallo Manu übrigens. Auch die Jungs, ich gehe da, also keine Ahnung, ich kann halt nur von dem Punkt ausgehen, dass Johnny das weiß, so. Ich gehe aber auch davon aus, dass nicht Johnny das allein entschieden hat oder gesagt hat, ja, mach mal, aber keiner aus dem Team was wusste. Es
sind garantiert mehr Leute als Robin oder das Team um die Waisen involviert. Die Sache, die das Ganze dann auch nochmal ein bisschen vielleicht den ganzen Sachen einen faden Beigeschmack gibt, ist, dass diese Nachricht von dieser FDP-Geschichte, ich glaube eine halbe Stunde, eine Stunde vor dem Match von Euronix gegen die Waisen wohl öffentlich geworden ist oder an Euronix herangetreten wurde, dass es das gibt. Man hat das wohl nicht so ganz wahr oder ernst genommen. Wenn du dann natürlich aber ins Spiel gehst, hast du es doch irgendwo im Kopf, garantiert. Counter-Strike ist halt nur auch Kopfsache. Du hast es garantiert irgendwo im Kopf. Aber wenn du dann die Pistol spielst und die Pistol halt komplett anti gespielt wird, den Aussagen zufolge, dann hast du definitiv einen Mindfuck. Und dir wird sicherlich auch in den nächsten paar Runden immer wieder in den Kopf kommen. Und wenn du dann vielleicht noch jemand bist wie Saiten, der denkt, du hast ein gutes Verhältnis oder Cressy zu den Jungs und sowas an dich herangetragen wird, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze auf jeden Fall im Kopf sitzt. Es ist halt Fakt so. Es ist halt, also kann mir keiner erzählen, dass das nicht auch ein Grund ist, warum man scheiße spielt. Es ist halt einfach, keine Ahnung, es ist ein absoluter Mindfuck dann in der Situation. Vielleicht stecken das Leute wie Crispy weg, vielleicht stecken das Leute wie Kazuya weg und vielleicht auch, obwohl ich glaube, bei Robin, wenn Robin das umgekehrt erfahren hätte, glaube ich, würde er es auch nicht so einfach wegstecken. Vermute ich einfach so. So schätze ich ihn einfach ein. Und das Ganze hat halt einfach, selbst wenn sie wirklich nur die Piste gespielt haben, was? Thilo hatte das mal gesagt, nachdem wir zum ersten Mal wieder im Voice waren, nach seiner Scheißaktion, dann hat er es gedroppt, nach 506 später. Auch wieder 10 verschiedene, ist egal. Wo war man? Genau, im Kopf festsitzt. Beschäftigen, selbst wenn du nur, wenn nur die Pistol-Anti gespielt wird, komplett, nur die Pistol-Anti gespielt wird und du spürst das sofort, ja? Sagen wir mal, du spielst halt einen Execute auf, weiß ich nicht, ich glaube, welche Map war es? Ich glaube, Overpass war die erste Map, oder? Was, Overpass oder was, Kabel? Ich weiß schon gar nicht mehr. Komplett anti gespielt wird, wirst du ab Runde 2 das auf jeden Fall im Kopf haben. Und das wirst du auch noch die weiteren Runden im Kopf haben. Und danach auch noch und danach auch noch. Wissen die genau jetzt, was wir machen? Wissen sie, wie wir den Execute spielen? Ja, das sitzt auf jeden Fall drin. Ich habe keine Ahnung. Ich kann halt nach wie vor, Kabel war die erste, ne? Ja. Ich kann halt nur das sagen, was mir gesagt wurde. Und ich habe mit Crispy gesprochen. Ich habe ein bisschen mit Daniel gesprochen. Mit Crispy habe ich sehr viel gesprochen. Ich habe mit Robin gestern Abend. Robin hat mir gestern Abend noch, also gestern Vormittag eigentlich schon und gestern Abend noch sehr, sehr viel dazu geschrieben. Und Kazuya hat mir heute auch noch mal ein bisschen was dazu gesagt. Man muss halt einfach nur diese Situation sehen. Diese eine Situation oder die Situation, wie sie gerade ist. Und da geht es darum, dass man auf einen FTP-Server zugegriffen hat, auf den man nicht hätte zugreifen dürfen. Und das sollte eigentlich auch jedem Beteiligten klar gewesen sein in der Situation, dass man das nicht darf. Man ist kein Teil mehr der Organisation. Man sollte keinen Zugriff haben. Es ist passiert, ja, aber wenn ich jemandem Haustürschlüssel gebe und ich vergesse, dass er diesen Haustürschlüssel hat, aber ich mit dieser Person keinen Kontakt mehr habe, er in mein Haus geht und trotzdem was rausnimmt, ist es dumm von mir, dass er den Haustürschlüssel hat, aber das erlaubt ihm ja noch lange nicht, irgendwas mitzunehmen. Wenn man das so sieht, ja. Jetzt müssen wir überlegen, wo waren wir noch? Boah, Alter, es ist so viel Input. Ich würde euch gerne einfach nur die Textnachrichten vorspielen, aber kann ich halt einfach nicht machen. Kann ich einfach nicht. Ich finde, also die ESL wusste früh genug von dem Scheiß. Die wussten wirklich früh genug von dem Scheiß. Oder zumindest, dass es da Unstimmigkeiten gab. Und was? Verbrechere. Ihr bringt mich voll raus. Wo waren wir? Was ist hier los, Alter? Ähm,
Alter, wo habe ich denn den Satz beendet? Ihr seid, redet ihr eigentlich überhaupt mit mir? Ach so, ja, ESL. ESL wusste früh genug davon. Robin hat mir gesagt, dass man wohl angeboten hat, Robin, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dass man wohl angeboten hat, das nochmal als Rematch zu spielen. Die ESL aber gesagt hat, nein. Ob es stimmt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist das, was ich gehört habe. Die Entscheidung verstehe ich dann wiederum auch nicht. So, wenn man es halt anbietet, vielleicht so von die weisen Seite aus, um das Ganze halt einfach ein bisschen gerade zu biegen, ist es halt einfach dann schon wieder eine Scheißentscheidung von der ESL. Ich kann dir nur sagen, dass wir dem nicht abgeneigt wären. Ja gut, aber es ist ja ein Unterschied zwischen wir wären dem Ganzen nicht abgeneigt und wir haben es ihnen angeboten. Also es ist ein Riesenunterschied. Okay, hat man? Wisst ihr selbst nicht, was ihr gemacht habt? Ja, weiß ich nicht mehr. Weiß ich. Ja, hat man. Hat man. Ja, mit Eule. Ja, hat man. Hat man. Eule hat. Ja, hat man. Gut, dass ihr euch alle nicht einig seid. Ach, geil. Wenn man es angeboten hat, verstehe ich die ESL nicht, warum man es nicht angenommen hat. Weil das wäre halt einfach. Man hätte immer noch. Ja, gut, man hätte es halt erklären müssen. Die ESL hätte dann natürlich sagen müssen, warum gibt es ein Rematch? Dann hätte man die Situation erklären müssen. Ich denke, ein Schritt von Devisen in die Richtung wäre auf jeden Fall eine Sache gewesen, die das Ganze ein bisschen runtergefahren hätte. Wenn es so war, verstehe ich die ESL nicht, warum sie es nicht angenommen haben. Straße ist kaputt, ja. Die Strafe an sich ist halt absoluter Bullshit. So, die hat halt überhaupt keinen Wert. Die ist halt völlig wertlos. Die bringt halt überhaupt nichts. Es bringt halt überhaupt nichts. Da hätten wir auch sagen können, ist nichts passiert, geht weiter. Passiert nichts. Hat man aber nicht. Man hat sich dafür entschieden, dass, ich glaube, das ist auch offiziell, ich weiß nicht, ob ihr die schon habt oder ob es noch kommen wird, dass die Weisen 6 PPs bekommt, die, ich glaube, 6% des Preisgelds sind. Ja, und, ist für Robin ein halber Stream. 6% des Preisgelds sind und gleichzeitig war's das. Oder passiert halt sonst nichts. Das war's. Also bestraft man etwas, was eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung ist, aber trotzdem bestraft man es irgendwo auch nicht, weil, keine Ahnung, die Frage ist, was hätte man machen sollen? So, das ist halt das Ding, so, ich bin halt auch echt, ich habe jetzt 2 Tage über die Scheiße gegrübelt und ich habe gestern und heute noch sehr, sehr viel Input bekommen. Geht das schon wieder los, Scotch? Ach, come on jetzt. Angeblich ist das noch drin. Danke, Scotch. Jetzt nicht mehr. Danke fürs Melken, Scotch. Das sind halt Sachen, die ich mir habe jetzt 2 Tage lang durch den Kopf gehen lassen und heute auch wieder neuen Input gekriegt habe und immer noch bei keiner 100%igen Meinung bin. Also, wir können halt aktuell nur das Vergehen bewerten, was passiert ist. Und das ist zumindest laut Aussage, dass Johnny den Link weitergegeben hat, weil er noch Rechte auf dem Teamspeak hatte, was selten dämlich ist von Neuronix. Diese Daten an Scrunk gegeben hat, er die Demos runtergeladen hat, dies wohl, ich weiß nicht, wie es getrackt wurde, vielleicht per IP oder sowas, man rausgefunden hat, dass es wohl in Robins Umkreis ist. Was wahrscheinlich so relativ einfach wäre zu tracken, weil, wenn mich nicht alles täuscht, hat Robin Unity Media und ich bin mir ziemlich sicher, dass Robin keine Unity Media Businessleitung hat und ohne Businessleitung hast du eine statische IP bei Unity Media. Grüße gehen raus. Ich habe nichts gemacht. Haha. Ja, keine Ahnung. Also lustig finde ich es halt nicht, aber gut. Zumindest ist das die Aussage, die ganze Zeit durchsickert. Ja. Keine Ahnung, warum das jetzt alles lustig ist, aber anscheinend macht das den deutschen CS-Leuten Spaß. Zumindest ist das die Geschichte, weil anders wüsste ich nicht, wie man an die FDP-Daten kommen sollte.
wenn es andere Möglichkeiten gibt, an diese FTP-Daten zu kommen, dann kann man das natürlich sehr, sehr gerne auch äußern. Laut meinen Informationen nach kommt man nur an diese FTP-Daten, wenn man auf dem Teamspeak ist, dementsprechend rechte Hand in dem Channel ist und darüber kann man ganz einfach oder bekommt man halt einfach sofort die Channel-Beschreibung, den Channel-Link zum Channel-Beschreibung und darin ist der FTP-Link, so rum. Wer sicher Fall ist, let me know. Irgendwie muss Robin ja nun mal an diese Daten gekommen sein. Das ist ja Fakt. Oder Robin selbst hatte noch Rechte auf dem ESG-Teamspeak und kommt deswegen daran. Ich weiß es nicht. Die Daten sollen woanders sein, als sie vorher waren. Das heißt, der FTP-Link ist auf jeden Fall anders, als er vorher war. My Information, soweit. Ja, jetzt ist die Frage, so wie wertet man das Ganze? So? Ich selbst war wahnsinnig überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil ich das hat mich reingehackt. Ich find's geil, dass ihr das alle so lustig findet. So. Keine Ahnung. Also entweder trägt man vernünftig dazu bei oder ihr findet es halt alle lustig, dass die Leute Kilometer dafür reisen und ihr euch jetzt hier echt total lustigen Wortgefechte liefert und Leute dann wirklich teilweise 500 Kilometer fahren, um mit einem schlechten Gewissen da zu sitzen, weil sie so eine Geschichte hören. Entweder trägt man dazu bei oder man äußert sich gar nicht dazu. Das wäre so relativ erwachsen. Es ist halt lustig, muss ich ehrlich sagen. Das muss ich jetzt aber auch mal loswerden. Ich find's lustig, dass wir in Deutschland und die Community und alle Zugehörigen durchgehend die ESM-Meisterschaft flamen. Und wie unprofessionell alles in Deutschland ist und wie schlecht alles in Deutschland ist und die ESL ist scheiße und alles ist kacke, es liegt alles an der ESL und sehe gerade meinen Chat und denke mir so, ich glaube, ich weiß, warum in Deutschland Counter-Strike technisch so einiges schief läuft. Das ist, sollte man sich vielleicht dann doch nochmal durch den Kopf gehen lassen, das Ganze. Die Frage ist, wie bewertet man das Ganze? Also ich persönlich war überrascht, als ich es gehört habe, weil ich das so nicht erwartet hätte, dass so die, also dass sowas passiert, um Gottes Willen. Ich würde das, warum sollte er sich nicht nutzen? Würde ich auch, wenn ich einen Fick auf die Community gebe und er ist dumm wie ein Stück Toast ist. Ja, aber dann, das ist ja genau das, was ich gerade sage. Dass das nicht alles sauber läuft, okay, also da braucht man nicht drüber reden. So. Es wird immer schwarze Schafe geben. Aber ich habe es in der Situation nicht erwartet. Zumindest nicht von der Person. Und das Ding ist halt, dass ich selbst zwar natürlich was mitbekommen habe, aber relativ einseitig. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, und da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, wie der Ablauf genau war. Ist es so, dass Euronics sofort nach dem Match Leute angesprochen hat, dementsprechende Leute, und gesagt wurde, ich habe nichts gemacht, nein, ich habe nichts gemacht, ich habe nie was gemacht. Ist es so, dass man auf die Leute zugegangen ist und die dann sofort gesagt haben, ja, es stimmt, tut mir leid, aber es stimmt. Ich habe zu beidem komplett gegensätzliche Aussagen. Ich habe von der Seite von ESG gehört, es wurde nicht zugegeben sofort. Ich habe von der anderen Seite gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, wir haben da sofort eingelenkt und haben versucht, die Situation zu klären. Da kann ich dann einfach nichts sagen. Und ich finde das halt gar nicht so unwichtig so. Also, wenn ich das mache und direkt nach dem Match merke, okay, das war vielleicht echt eine scheiß Aktion, das kann ja wirklich sein, ja. Kann ja wirklich sein, dass man nicht so weit gedacht hat, was echt traurig wäre, aber dass man nicht so weit gedacht hat, dass es vielleicht eine ziemlich ungeile Aktion ist den Leuten gegenüber. Allgemein und auch dem Event an sich relativ eklig gegenüber ist, von dem man das Geld in den Arsch geschoben bekommt. Nicht viel, aber man bekommt es halt trotzdem. Ist es dann doch schon ein Unterschied, ob es direkt zugegeben wurde oder ob es nicht zugegeben wurde? Grüß dich, Felix, Mann. Es ist wahnsinnig schwer, eine Bewertung abzugeben, nur im Ganzen echt. Also klar, also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, mich hätte es nicht irgendwie enttäuscht oder sowas, so, dass ich das halt dann lese. Von der entsprechenden Person. Ich
weiß nicht, wie die Vorgeschichte zu dem Ganzen ist. Sollen sie sich alle nicht riechen können? Aber ich glaube, wenn man, wenn man Leute auf der anderen Seite hat, mit denen man befreundet ist, macht man so einen Move nicht. So, hallo, Hanna. Es wurde zugegeben, nachdem wir beweisen konnten, dass es Skrunk war. Davor hat es abgestritten nach dem Match 3 Tage, bis wir den Beweis hatten. Ja, und das ist halt ein mächtiger Unterschied, ne? Also, da wurde direkt eingelenkt. Ich kann euch einmal auch ganz kurz übrigens, wo wir dabei sind, mal das Statement zeigen zu der ganzen Geschichte. Der Tunix, ich glaube, das ist das Manager, CEO von Die Weisen, hat gestern Nacht, heute Morgen, wie auch immer, ein Statement noch zu der ganzen Sache rausgehauen. Und Sekunde, kann ich das irgendwie anders machen? Ich glaube nicht, ne? Ne, kann ich nicht. Ja, egal. Belassen wir es dabei. Ich möchte nun die Möglichkeit nutzen, um mich einmal offiziell zu diesem Vorfall äußern. Als wir von Euronics Gaming mit den Vorwürfen konfrontiert wurden, haben wir schnellstmöglich persönliche und professionelle Gespräche mit Euronics und der ESL geführt, um schnell diesen Vorfall zu klären zu können. Nach den Gesprächen haben wir intern ein Gespräch mit Skrunk geführt, welcher am gleichen Tag ein schriftliches Statement mit allen Informationen verfasst hat, um den Vorfall schnellstmöglich aufzuklären. Daraufhin hat die ESL alle Informationen und konnte über den Fall entsprechend urteilen. Das Ganze wurde als Unsportlichkeit bewertet mit einem Preisgeldabzug von 6% bestraft, also 6 PPs. Wir als die Weisen sehen darin ebenfalls eine Unsportlichkeit und werden deshalb intern diesen Vorfall ebenfalls mit einer Vertragsstrafe belegen. Skrunk hat sich schon vor und an den Feindes bei dem Großteil der beteiligten Personen für den Vorfall entschuldigt. Ich hoffe, dass ich mit diesem Statement noch etwas Licht ins Dunkle bringen konnte und bedanke mich bei Euronics sowie ESL für die professionellen und offenen Gespräche. Nein, ich mache keinen Dark Mode. Das ist das Statement, was es von die Weisen dazu gab. Klingt halt dann irgendwie auch schon wieder ein bisschen anders, so, es ist halt alles wieder ein bisschen also wenn ich halt lese, schnellstmöglich professionelle Gespräche mit Euronics und der ESL geführt, hier heißt es, es hat 3 Tage gedauert, ist wahrscheinlich wieder irgendwo in der Mitte, der Treffer bei dem Ganzen, dann, kam nochmal ein Statement von Robin, das ist hier, werde ich euch auch nochmal ganz kurz vorlesen. Robin, du hast übrigens verdammt viele Kommas gesetzt, Alter. So, ich werde mich nun auch einmal zu der ganzen Geschichte äußern. Ich habe mich schon bei den Akteuren von ESG und bei der ESL für dieses Verhalten entschuldigt. Das glaube ich auch. Als ESG quasi einen Protest diesbezüglich eingeleitet hat, habe ich direkt dafür gesorgt, dass die Wahrheit die Zuständigen erreicht und keine Person geschützt, sondern die komplette Wahrheit geschildert. Die ESL hat alle Informationen zu diesem Fall und hat dementsprechend gehandelt. Das Urteil der ESL kann ich als Spieler nicht beeinflussen. Die Entscheidung hätte auch wesentlich schlimmer kommen können und wir hätten sie akzeptiert. Denn ich habe direkt eingesehen, als mich nach dem Match die ersten ESG-Spieler angeschrieben haben, was für eine dumme Aktion das war und dass es absolut nichts ist, womit ich mich identifiziere. Robin, Alter, ich dachte schon, ich hätte eine schlechte Kommasetzung. Direkt eingesehen, dass es falsch war, ihr ist angeschrieben, bla bla bla, dumme Aktion. Okay, obwohl ich auch bitte einmal darauf hinweisen möchte, dass sich jeder hier, der uns Wettbewerbsverzerrung verwirft, bitte einmal in das Match anschauen sollte. Wir hatten lediglich die Informationen über die Pistol Rounds von ESG, welche sie dann noch bestraft haben, weil sie wussten, dass wir die Demos hatten und dementsprechend unseren Anti gecountert haben. Ja, mag vielleicht nur die Piste gewesen sein, aber das habe ich ja eben schon gesagt, wenn man halt einfach während des Matches kann natürlich auch alles crashen. Danke, Hanna. Danke für 2 Monate. Dankeschön. Also trotzdem bleibt der Fakt, dass diese Sache mit dem FTP an Euronics herangetreten wurde, bevor das Match stattgefunden hat. Man glaubt das vielleicht nicht, aber in dem Moment, wo der erste Anti gespielt wird und dann noch direkt in der Piste, wird es auf jeden Fall was im Kopf aussetzen. Wie viele Runden sie da durchgeholt haben, wie viele gefroht wurden, ist halt völlig egal in der Situation. Das ist auf jeden Fall eine Sache des Kopfes, ja, die man damit halt einfach getriggert hat. Okay, da bin ich halt komplett anderer Meinung. Es geht sich gar nicht darum, ob man komplett Anti gespielt hat. Wenn das vorher so rangetragen wurde, wird das auf jeden Fall eine Kopfsache auch sein. Wir haben Kabel zwar nur 16-14 gewonnen, aber hier kann keiner sagen,
Hier, was? Aber keiner hier kann sagen, ob die Demos den entscheidenden Unterschied gemacht haben. Denn ESG hat nicht ihr Spiel gespielt, laut eigener Aussage, aufgrund dessen, dass sie dachten, dass wir alles wussten. Wir wussten nur von den Pistol Rounds. Und wir werden nicht wissen, ob wir dieses Spiel nicht noch ohne diesen ganzen Vorfall gewonnen hätten. Glaube, stimme ich vorhin ganz zu. Ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass die Weißen das nötig gehabt hätten, um dieses Match zu gewinnen. Also ich glaube schon, dass sie sind nicht umsonst schon vorab qualifiziert gewesen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es nötig gewesen wäre, sowas zu machen. Sondern wenn man vielleicht seinen Stiefel runterspielt, eine normale Analyse macht, dann glaube ich schon, dass man auch so hätte gewinnen können. Stimme ich zu. Ob dies eine härtere Strafe mit sich hätte ziehen sollen oder gar ein Wiederholungsmatch, das weiß ich nicht. Darüber könnt ihr gerne diskutieren, wenn ihr wollt. Aber wer behauptet, dass wir nur aufgrund dessen gewonnen haben, der möge sich bitte das Match anschauen und der wird sehen, dass beide Teams viele Runden extrem schlecht ausgespielt haben. Auch dazu habe ich ja was gerade noch gesagt. Das ist im Prinzip alles das Gleiche. Es ist halt dann irgendwann eine Kopfsache. Es tut mir sehr leid, denn ich lege eigentlich sehr großen... Ja, das ist halt... Ich meine, das ist halt eigentlich dann schon gleichzeitig... Der Satz steht schon dafür, dass man eigentlich zugibt, dass es eigentlich ein Scheißmove war. Und auch eingesteht, dass es nicht hätte passieren sollen und es dafür kein Wenn und Aber gibt und kein, ja, die haben aber dies und das gemacht und eigentlich mag ich die und die nicht so. Es tut mir sehr leid, denn ich lege eigentlich sehr großen Wert auf Fairplay, eigentlich, Robin. Aber ich habe nicht rational gehandelt, als ich die Entscheidung, die Demos über den Link, der mir aus dem ESG-Teamspeak geschickt wurde, herunterzuladen, getroffen habe. Es waren Emotionen in mir aufgrund einiger Dinge, die vorher mit bestimmten ESG-Spielern vorgefallen sind. Das rechtfertigt das Ganze nicht, das weiß ich auch. Ich möchte mich hiermit bei allen Supportern, all meinen Supportern entschuldigen. Nach dem Screenshot, das ist was anderes, das ist jetzt erstmal egal. Ja, und das ist halt das Ding. Und ich lese hier halt die ganze Zeit irgendwas von, ja, so schlimm ist ja nicht so tragisch. Die machen ja dies auch und die machen ja das auch und Tatsachen. Ich denke, der Satz sagt es halt eigentlich schon relativ aus. So, es ist halt einfach ein richtiger Scheißmove. Es ist wirklich ein richtiger Scheißmove. Wer ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Es ist einfach ein Scheißmove. Robin weiß es. Im Endeffekt weiß man halt nicht, wie die Sache gelaufen wäre, wenn die ESL zum Beispiel gesagt hätte, wenn die ESL zum Beispiel gesagt hätte, hey, Robin jetzt in Persona, weil er die Demos geladen hat, kriegt ein Jahr Sperre. Die Weisen als Team bekommt, weiß ich nicht, keine Ahnung, auch eine Sperre oder sowas. Es wird jetzt gesagt, man hätte die Entscheidung so hingenommen. Wie es im Endeffekt ist, weiß ich nicht. Die Strafe, die ESL aber jetzt aufgebaut hat, und ich glaube, da kann mir Robin zustimmen, juckt nicht. Es juckt einfach nicht. Diese 6 PPs jucken einfach nicht. Von daher, keine Ahnung. Hätte sein können. Also, ich denke, wenn die ESL einen relativ, und ich bin halt der Meinung, dass zum Beispiel die 99-Liga ein strafferes Reglement führt als die ESL, ich glaube, in der 99-Liga hätte das richtig geknallt, so. Und wenn halt ein Trilux für einen Bug-Use, wie auch immer, ein Jahr Sperre kriegt, weiß ich nicht, wie das im Endeffekt ausgegangen wäre. Das muss man sich halt auch vor Augen halten, so. Das Ganze ist aktuell, oder wie der aktuelle Status ist, wird man an der Sache nichts ändern können, ist halt einfach eine moralische Sache, so. Größtenteils ist das Ganze eine moralische Frage. Trilux, ja. Machen wir es am besten. Ich muss immer ein bisschen nachdenken, weil ich habe halt wahnsinnig viel Input dazu bekommen, bevor ich was sage. Ich finde, ich habe keine Ahnung, inwiefern der E-Sport-Bund Deutschland in der ganzen Sache mit drin ist. Meiner Meinung nach wäre das der erste... Auf geht's zurück, nochmal ESL nehmen. Wäre das der erste Punkt gewesen, wo eigentlich der E-Sport-Bund hätte eingreifen können? Hätte einfach. Wäre eigentlich der perfekte Fall gewesen, um sich da zumindest mal irgendwie zu äußern oder keine Ahnung. Dafür haben wir ihn. Ich weiß nicht, ob sie sich raushalten. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt kein Interesse dran haben. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas passieren wird, passieren kann, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, dass da schon dass schon mal ein Fall hätte sein können, wo man sich vielleicht mal hätte zu äußern können dann. Vielleicht kommt noch was. Keine Ahnung. Ich finde aber, dass der E-Sport-Bund, der nun mal für so Angelegenheiten da ist, um sowas klar zu reglementieren, genau das der Punkt ist, wofür wir den brauchen. Um halt da Klarheit zu schaffen. Bis wo kann man gehen? Bis wo darf man gehen?
und was ist erlaubt und was nicht. Und das ist sicherlich nicht die einzige Sache, die wir in Deutschland haben, die über sowas richten müsste. Ein Verband, der sich raushält noch. Der war informiert, wollte sich raushalten. Wow. Wow. Okay. Aus welchem Grund? Dass es Dummheit war oder was? Warum? Wir können aber jetzt natürlich auch nochmal ganz kurz, Nisten wollte das auch. Die Frage ist natürlich auch, warum wird über eine News gesprochen, eine News, die kommen soll, die im Endeffekt doch nicht kommt, weil zwei Teams sagen, nee, wir möchten es doch nicht. Ich bin der Meinung, dass 99 Damage eine Seite ist, die komplett unabhängig von allem berichten muss und sollte. Deren Auftrag es ist, alles zu berichten, was in diesem Bereich passiert und das neutral zu berichten. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten halt schon oft genug über 99 aufgeregt und es gab halt dann so Sachen wie, man drückt Big D Daumen im Match gegen Attax und all so Sachen. Das sind halt einfach Sachen, die nichts mit Neutralität zu tun haben. Ich bin ja übrigens auch nicht neutral, wollte ich mal sagen. Die nichts mit Neutralität zu tun haben. Dementsprechend finde ich 99 Damage, wenn sie wirklich die News zurücknehmen, weil die beiden Orgas das möchten, in einer ganz schlechten Position. Ganz einfach. Ja, wollen sich natürlich nicht mit den Orgas irgendwie halt kaputt machen oder so, aber man diskutiert über die News ist mit Garantie schon geschrieben gewesen. Und dann hat man eigentlich auch über so ein Thema, wenn man es weiß, die Pflicht darüber zu berichten. Entweder macht man das als Szene-Seite oder man ist halt einfach nicht die Szene-Seite. Es ist halt trotzdem ein wichtiges Thema. Und wenn, weiß ich nicht, als Beispiel jetzt NK zu 99 geht und sagt, ey, ist schön und gut mit Euronix so, aber müsst mal gucken, was die in den Prackgruppen machen. Dann hätte 99 Damage meiner Meinung nach auch eine Pflicht, das zu veröffentlichen. Dafür ist diese Seite da, um den Leuten das zu zeigen, die wichtigen Sachen zu zeigen, und das ist ein wichtiges Thema, und jedem einen gleichen Zugang dazu zu schaffen. Hat aber nicht jeder in Deutschland. Hätte, ich bin mir relativ sicher, wenn nicht Trommler auf die glorreiche Idee gekommen wäre, das zu veröffentlichen, dass das niemals so ans Tageslicht gekommen wäre. Das wäre irgendwo so mal vielleicht in 2-3 Kommentaren, aber es hätte keine Sau gejuckt. Jetzt ist es aber Thema. Und meiner Meinung nach hat 99 Damage da eine Pflicht. Und wenn sie sagen, nur weil sie das mit den Orgas gut stehen wollen, das nicht machen, finde ich es dann einfach nicht gut. Ach, easy, come on. Ja, und jetzt können wir halt nochmal zur Thematik kommen. So, ich würde gerne auch eure Meinung dazu hören. So, ich weiß, dass das hier gerade heiß diskutiert ist und es sind zig Leute hier und ich weiß, dass jeder auch eine andere Meinung hat und keiner einen ans Bein pissen will. Ich gebe jetzt meinen Senf nochmal dazu. Wir können gerne nochmal ein bisschen darüber schnacken. Also. Ach, clean. Clean, 26 Monate. Vielen, vielen Dank. Und danke auch nochmal für die Grüße, mein Lieber. Dankeschön. Ich lese das gleich alles durch. Wir sind nur gerade in einem wichtigen Talk. Was? 99 Damage schreibt eine News und wird es noch ein Interview von uns? Ja, aber das ist jetzt dumm. Das ist Unsinn jetzt, Daniel. Das ist totaler Bullshit jetzt. So. Man wollte es nicht veröffentlichen, jetzt hat es einer öffentlich gemacht. Ja, dann machen wir doch. Ne, wir wollten nicht die Ersten sein, die Öl ins Feuer gießen. Feuer? Ich weiß schon, was ich meine. Das ist Unsinn. Muss sowas ans Tageslicht? Ja, muss. Sowas muss definitiv ans Tageslicht. Wofür sonst? Wofür hast du 99 Damage sonst, Expider? Um zu berichten, dass XYZ irgendwie, keine Ahnung, gewonnen hat. Kannst du einfach nur einen Ticker auf die Seite machen. Das 99 Damage bezeichnet als deutsche Community-Seite, und wollen der Community das vorenthalten. 99 Damage ist der Anlaufplatz für alles, was mit Counter-Strike zu tun hat in Deutschland. Und ja, sie haben meiner Meinung nach, und ich glaube, dass ich das beurteilen kann, eine Verantwortung dafür, sowas zu bringen, wenn es die Thematik. Wir haben so eine Scheiße an News, die ich schon gesehen habe. So eine Kacke an News, die ich schon gesehen habe. Total irrelevant, wo du dir denkst, ja, klasse. Ah, China, Reis? Ja, super.
dann ist das definitiv, definitiv ein Punkt, den man veröffentlichen muss. Jetzt eine News zu bringen, wie Daniel es sagt, ist absoluter Bullshit. Weil jetzt sagt man so, ja gut, jetzt ist eh schon raus, jetzt können wir auch eine News machen. Ich bleibe, also es ist halt jeder, in der Situation kommt keiner gut weg. Es kommt absolut keiner gut weg. Euronics, die Art und Weise ist einfach dumm. Ist einfach dumm. Das kannst du halt in einem professionellen Bereich nicht machen. Ist einfach dumm. Ist einfach dumm. Der Link, den ja angeblich nicht weitergegeben wurde, ich weiß gar nicht, steht das denn irgendwo in einem Statement, dass Robin gesagt hat, es kommt von Dings? Ich weiß nicht, ob noch was gekommen ist. Ich habe irgendwie nicht mehr richtig groß gelesen. Nee, viel kommt da nicht. Wo haben wir denn jetzt? So, ich dachte, meine Tür weggegangen. Die Frage ist halt, und vielleicht kann Robin das noch beantworten, ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Robin, bist du noch da? Gibt es irgendwo ein offizielles Statement dazu, dass, Robin ist ja ein Mod. Gibt es ein offizielles Statement dazu, dass wirklich das von Johnny kommt, oder nicht? Ich meine, im Endeffekt ist es eh Wumpe. So, es bleibt halt immer noch eine Scheißaktion, ob es jetzt von ihm kommt oder nicht. Er sagt ja zu 100% nein. Wahrscheinlich kann man der Aussage jetzt auch nicht so wirklich zu 100% vertrauen, aber wenn du jetzt sagst ja, dann glaube ich das. Wenn du sagst nein, klingt jetzt total doof, aber dann muss man halt einfach... Ach, man muss es allgemein halt hinterfragen. Das ist halt alles nicht so einfach. Ich bin der Meinung, dass Aronix mit dem Punkt leben muss, dass sie sich dumm verhalten haben. Einfach wirklich dumm verhalten haben. Als Orga dumm verhalten haben. Und alle, die gefällt haben, die dazugehören. Da gehören auch die Spieler dazu, die da vielleicht hätten dran denken können. Da gehört auf jeden Fall Teammanagement dazu. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich den Punkt, wie auch immer die Demos an Robin rangetreten worden oder rangebracht worden, ist einfach eine wahnsinnige moralische Frage. Macht man sowas nicht? Er hat gesagt, dass er das bereut. Okay. Aber inwiefern das strafbar ist, ist halt die Frage so. Ich weiß nicht, ob man diesen Schlüsselvergleich wirklich mit der Wohnung machen kann, weil im Prinzip hast du einen Schlüssel für eine Wohnung, gehst trotzdem rein, obwohl du eigentlich nicht mehr rein darfst, nimmst was mit raus, obwohl du eigentlich keinen Zugriff mehr drauf haben darfst, aber es ist halt auch dumm, dass du noch einen Schlüssel hast, so wie ich es eben schon gesagt habe. Ich weiß nicht, ob man das als Beispiel nehmen darf. Und ja, dann ist es halt trotzdem immer noch eine Straftat, ja, Straftat. Leider sind wir alle nicht tief genug drin und kriegen halt immer nur von den entsprechenden Personen die Aussage, um zu wissen, ist es sofort gestanden worden, ist es nicht sofort gestanden worden. Hat man danach Reue gezeigt oder hat man versucht, das erst zu vertuscheln und dann, oh scheiße, die haben meine IP, ja, dann bleibt mir ja nichts anderes, dann gebe ich es jetzt zu. Das ist halt dann schon nochmal ein Unterschied. Und dass jetzt keine Reaktion darauf kommt, ist, glaube ich, relativ eindeutig. Es bleibt Datendiebstahl. Dummes ist, der Dummes tut. Ja, und leider sehe ich das auch so. Ich habe keine Ahnung, so. Ich finde die Strafe einfach zu gering. Ich möchte auch nicht Robin ans Bein pissen und ich verstehe ihn auch nicht. Was? Wenn du dein Fahrrad nicht abschließt und das wegkommt, bist du selbst schuld, macht Polizei auch nichts. Naja, wenn die Polizei das Fahrrad findet und den Täter, dann macht die Polizei trotzdem was, Caro. Das stimmt so nicht. Und das ist ja nun mal anscheinend bewiesen worden. Das stimmt so nicht. Das macht keinen Sinn so richtig.
Und es ist ja dann in dem Fall so, man hat das Fahrrad gefunden, man kann es zuweisen, wer es geklaut hat. Dementsprechend wird die Person auch dementsprechend einen dran kriegen, weil es nachvollziehbar ist, wem dieses Fahrrad gehört und wem es nicht gehört. Ich habe das nicht direkt gestanden, weil ich natürlich irgendwie gehofft habe, dass man da ohne alles wegkommt. Dann als ESG die Beweise hatte, hatte ich der ESL gestanden und der ESL noch weitere Informationen gegeben, die ESG nicht beweisen konnte. Was? Die ESL gestanden und der ESL noch weitere Informationen gegeben, die ESG nicht beweisen konnte. Bestmöglich gelöst werden. Okay. Also ich vermute mal, dass zu diesen Informationen, ich kann es halt auch nur vermuten, dass zu diesen Informationen wahrscheinlich auch dazu gehört hat, wie du an diese Daten gekommen bist. Ich find's so traurig, echt. Ich find's echt schade. Ich find's schade. Ich find's schade. Ich, keine Ahnung, es wirkt halt gerade. Was ist dein Fahrrad? Es ist einfach diese wundervolle E-Sport-CSGO-Truppe immer wieder Moves bringt, die jetzt selber so manchmal. Ja, das Ding ist halt, wollen sie, dass wir Deutschland CS ernst nehmen und du hast einfach nur jeden zweiten Monat hast du irgendeine Kinderkacke, irgendein Scheiß, der passiert, irgendein Flame, irgendein Cheat. Hast du das Statement von Cressy durchgelesen? Ja. Nee, können wir nicht, Hexbeiner. Cressy hatte, ich weiß, auf der Seite, auf der dritten Seite hat er es, glaube ich, gepostet, ne? Kannst du auch mal ganz kurz vorlesen, was Cressy gepostet hat dazu? Er hatte nur eins gepostet, Cressy, ne? Cressy hatte gepostet, lese das mal ganz kurz vor, und so mit dem 1614 und sowas. Vor dem Match haben wir erzählt bekommen, dass die Weisen Zugriff auf den FTP-Server von uns hatte und alles kennt. Dies haben wir erst nicht ernst genommen, da wir uns nicht selbst die Confidence zerstören wollten und haben unsere Piste, die wir eine Woche lang trainiert haben, in ca. 15 Praxis gespielt. Nach der ersten Piste-Round haben wir in-game direkt gemerkt, dass die Aussage wohl stimmt und die Weisen alles kennt. Danach fing es im Teamspeak an, Leute wurden nervös und wussten nicht, was und wie sie spielen sollen. Ich hatte das Gefühl, dass jeder meiner Moves als CT von euch vorhergesehen wird. Auch meine Konfidenz war teilweise gebrochen. Als weiteres Beispiel kannst du hier auf Syken sehen, welcher nach 10 Runden oder sowas gerade mal einen Frag hatte, der normalerweise gegen alte Mates immer extrem gut spielt. Das sollte dir, Robin, besonders klar sein. Dazu kamen noch vor dem Match die Aussagen wie, habe eine Woche lang Demos von euch geschaut, ihr werdet keine Chance haben, sagt Tschüss zu deinen Finals. Die Frage ist, wer diese Aussage getätigt hat, aber wenn ich Cressy so lese, habe eine Woche lang Demos von euch geschaut, muss es ja von die Weisen kommen. Sag Tschüss zu deinen Finals oder sowas in der Art, welche auch noch was dazu beigetragen haben. Zu dem Thema, ob die Demos einen Unterschied gemacht haben, ich glaube leider ja und was anders zu behaupten wäre dumm. Wenn so ein Satz natürlich fällt, ist das natürlich wieder der nächste. Es gibt halt jetzt keinen Beweis, also ich kann halt auch sagen, Robin hat gesagt, er steht auf mich und ich bin homosexuell, also er ist homosexuell, aber Beweise habe ich dafür auch nicht. Das Ganze macht es halt einfach nicht besser. Und also ich. Mike, was soll das jetzt? Achso, das meinst du. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob so Aussagen gefallen sind. Ich habe keine Screenshots. Ich habe Screenshots von ein paar Sachen, ja. Ich habe von allen Seiten Screenshots bekommen. Ich werde sie nicht zeigen. Aber es ist halt. Ich habe halt das Gefühl, dass beide auch gut was dazu beigetragen haben, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Davon mal abgesehen. Wenn der Satz so gefallen ist, finde ich ihn einfach nur scheiße. Keine Ahnung, von wem auch immer der gekommen ist, weiß ich nicht. Wenn Cressy das sagt, glaube ich das jetzt einfach mal. Ich wüsste nicht, warum man das sagen sollte, wenn es nicht so ist. Und nochmal zu der Frage. Das bleibt auch so, jetzt Hooligan. Jetzt bleibt nach wie vor die Frage. A, ist die Strafe genug? Und B, wie ist es moralisch? Ich sage, die Strafe ist nicht genug. Und ich finde es moralisch völlig fragwürdig. Ich finde es keine geile Aktion. Und das ist, es ist ja Fakt, Torik. Wenn du sowas vorher gesagt bekommst und weißt, die haben sich die Sachen angeguckt und merkst es dann nach der Runde, dann wirst der Satz dir wieder in den Kopf knallen. Toik. Fehler sollte man machen dürfen, um Gottes Willen. Fehler sollten immer gemacht werden dürfen. Ich
Ich glaube, es ist halt, das Ding ist halt, was, es gibt halt so zwei, drei Sachen, die mich einfach, oder mehrere Sachen, die mich da nerven. A, bin ich der Meinung, dass die Waisen das nicht nötig hatte. B, bin ich der Meinung, oder bin ich überrascht, dass das von genau so dieser Person kommt. Das hätte ich einfach nicht erwartet. Ja, das enttäuscht mich auch ein bisschen, dass das so gemacht wurde. Ich verstehe, zum Teil verstehe ich den Ausgangspunkt, dass man halt einfach eine Vergangenheit mit einigen Spielern hat bei Euronix. Aber meiner Meinung nach ist das ja eigentlich dann nur wahrscheinlich in Persona Kazuya und Maki gerichtet. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen Scrunk und Maki ist, aber ich meine behaupten zu können, dass zwischen Scrunk und Kazuya nicht alles so geil ist. Aber dann appelliere ich halt auch wieder an jemanden wie Robin, der gefühlte 80.000 Stunden Counter-Strike hat und denke mir, du hast nicht von, dass du was gegen Saiken und Cressy hast, wusste ich zum Beispiel nicht. So, dann okay, dann hast du halt nur ein gutes Verhältnis zu Crispy. Hatte eine Sturmmaske auf und hat mir die Hände dabei gerieben. Dann ist gut. Ja, keine Ahnung. Ist halt einfach, was es halt einfach nicht nötig hätte. Und die Strafe, die dafür ausgeteilt wurde, hätte man auch einfach sein lassen können, weil sie meiner Meinung nach keinen Input hat. Sie hat weder einen Bestrafungscharakter für die Waisen. Plus müsste man diese eh erklären. Und ich glaube, dass so ziemlich keiner Verständnis für diese 6 TPs hat. Und wenn ich das, so aus dem Statement lese halt, was ich von Robin da habe, wirkt es für mich auch ein bisschen so wie, dass er sich selbst ein bisschen gewundert hat, dass es nur 6 PPs gegeben hat. So, nach dem Motto, 6 PPs, das nehmen wir so hin. Hätte auch mehr sein können, aber ja, was sollen wir machen? Klar, Robin, dass Robin nicht hingeht und sagt, ja, sperr mich für ein Jahr, ist auch normal. Ja, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, muss meiner Meinung nach in den Knast 2 Jahre, ist so, oder? Vielleicht sogar 3. Aber so einen richtig harten Knast. So einen richtig harten Knast. So einen nur mit Wasser und Brot. Prison Break. Ich merke allgemein, dass die Stimmung etwas anti oder contra Euronix ist. Ist ja auch vollkommen okay. Aber ich glaube, jeder, der gerade zu dieser Community dazugehört, das wird auf jeden Fall nicht bei Sozialstunden bleiben. Hat, glaube ich, gerade das gleiche Bild von diesem Twitch-Chat wie ich und die gleiche Meinung, warum in Deutschland nichts Gutes hervorkommt. Naja. Was weiß ich hier, wie ernst CSDE in DE genommen wird? Ja. Reicht als Beweis gerade, oder? Reicht es, Leute? Also bei GP. Also, ich glaube, dass es damit halt einfach nicht getan ist. Man hätte schon irgendwie ein Zeichen setzen sollen, aber ich finde es halt einfach ungeil, wie Robin jetzt komplett an den Pranger gestellt wird. Es waren mehrere Leute, die das entschieden haben. Es waren mehrere Leute, die mit dran rumgetüftelt haben. Dementsprechend, dass so auf Robin eingetreten wird, komplett allein. Und man hat das Gefühl, er ist gerade so ein bisschen der Alleinkämpfer in der ganzen Situation. Finde ich einfach ekelhaft. Zitiert, die ich von einem ESG-Spieler nach dem Vorfall erhalten habe. Was? Ja, dann macht's halt öffentlich. Ihr macht euch gerade einfach komplett. Die Leute, die irgendwas mit CS-Deutscher zu tun haben, machen sich gerade hier im Chat komplett zum Affen. Tut mir leid. Es ist super, dass ihr das alle super lustig findet, aber das Geile an der Sache ist, dass ihr gerade mit dem Verhalten, was ihr hier an den Tag legt, den Leuten komplett in den Arsch tretet, die euch am Samstag vielleicht zum Teil noch supportet haben. So. Ist halt ernsthaft gerade richtig 12 Klasse. Dann erklärt es, dann schreibt rein, warum ihr den Witz macht, aber habt die Eier. Oder lasst es halt einfach. Und es wird gerade eher einfach, eigentlich eher so, als hättet ihr die Mumm nicht. Von daher ist mir das auch relativ.
Da muss man durch, mein Junge. Ja, für CS.de reicht es, aber in allen ja auch nicht die E-Ether mit. Ja, das ist halt die Einstellung. Das ist auch die Einstellung. Wo wir vielleicht, warum wir vielleicht in Deutschland so 5 Spieler haben, die halbwegs noch mithalten können. Und vielleicht noch die Alternate-Jungs halbwegs und dann war es das auch. Ist leider so. Von daher, wir finden das alle sehr, sehr lustig, aber ich möchte halt einfach mal sehen, wenn den entsprechenden Personen das Gleiche passiert, wie glücklich und lustig die hier noch im Chat wären. Also, das hat nichts mit Euronics zu tun. Ich kann nach wie vor sagen, ich habe mit keinem irgendwas am Hut. Bis auf den Spielern selbst, aber dass das von Euronics dumm ist, ja. Aber das Verhältnis gerade wirklich. Wow. 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 Ich weiß nicht, ob mich das. Es schockt mich irgendwie noch nicht mal. Es schockt mich irgendwie noch nicht mal. Aber wir können natürlich uns alle an die Hände fassen. Wir sind alle voll lustig und finden es alle voll super. Aber wenn es dann die ESL-Meisterschaft nicht mehr gibt, weil sich keine deutsche Sau mehr dafür interessiert, möchte ich sehen, wo die deutschen Spieler dann rumdümpeln. Viel Spaß bei der Liga suchen, die ihr dann spielen wollt. Viel Spaß dabei. Könnt ihr eine finden. Könnt ihr 99-Liga spielen. Müsst aber aufpassen, ne? Wenn da was passiert, dann seid ihr alle raus, weil das geht da ein bisschen schneller. Was ist mit dem ESBD? Die haben sich rausgehalten. So wie ich das richtig verstanden habe. Gar nicht mehr spielen. Wäre auch eine Option, ja. Aber du bist da eh schnell drin, Johnny. Und dann bist du 2 Wochen wieder da. Oh. Wow. Oh Gott, ist das traurig. Naja. Overwatch ist ein sehr gutes Game. Zieht eure Lehren daraus. Ich habe meine Meinung gesagt. Ich finde einfach, dass Robin zu viel Shitstorm davon kriegt. Robin hat es so nicht verdient, so auf die Schnauze zu kriegen, alleine. Aber ich bin wirklich zum ersten Mal in 5 Jahren, die ich das mache, und ihr findet das ja eh alles so lustig, in 5 Jahren zum ersten Mal wirklich geschockt. Ich bin zum ersten Mal wirklich geschockt, so. Aber wen juckt's, ne? Leute, wen juckt's? Ihr könnt euch selbst entscheiden, ob ihr deutsches Counter-Strike noch weiterschaut oder nicht, nach dem, was ihr heute gesehen habt. So, wenn es irgendwelche Running Gags gibt, dann haut sie raus, habt die Eier, das zu posten, oder lasst es sein. Trefft euch in eurem Teamspeak, was weiß ich, trefft euch in eurem Discord, macht voll die lustigen Sprüche, aber das ist gerade ein Armutszeugnis. Und es juckt euch ja eh nicht, weil ich bin ja nur Slivo und ich habe ja eh kein Recht, irgendwas zu behaupten. Und es ist ja eh scheißegal, ihr findet das ja alle lustig, aber das, was hier gerade abgeht, ist ein Armutszeugnis. Ein absolutes Armutszeugnis für deutsches Counter-Strike. Absolut, aber wen juckt's, ne? Kinders, wen juckt's? Oh Manu, sorry Manu! Ist ein Zug, hast du mal eine Kurzfassung? Nee. Das ist, Sollte man sich vielleicht als Zuschauer einfach mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, wie sich die Spieler, die sich jede Woche für euch präsentieren auf irgendwelchen Events, auf Finals, zu denen ihr 500, 600 Kilometer fahrt, wie die sich hier geben. Das ist gerade wirklich. Grüß an den FDP, grüß dich, Tizimon. Macht euch euer eigenes Bild davon. Macht euch euer eigenes Bild davon. Ich glaube, das war gerade ziemlich aussagekräftig. So. Mich juckt es wirklich nur. Ja, das merkt man, dass die Leute hier wirklich nur juckt. Ach Gott, Alter. Wie ist denn eure Meinung dazu, lieber Chat? Ihr könnt auch mal jetzt was sagen. Ich hab's mir doch jetzt schon wieder versaut. Ich bin doch ehrlich. Ich darf ja nicht ehrlich sein. Es juckt halt die Leute, meine Meinung juckt übrigens die Leute so wenig, dass so ziemlich jeder vertreten ist, der mit irgendwas in dieser Sache zu tun hat.
aber meine Meinung juckt ja so wenig. Danke dafür, deutsches Counter-Strike. Bin ich ja froh. Wann steckst du Skrunk in den Knast? Oh Mann, ey. Ach, ey. Hab ich gehört, das hatte ich ja schon. Grüß dich übrigens, Olli. Chat hat keine Eier, weil die alle sind immer schlechter stehen können. Ja, ich finde, Robin hat sich schon ganz gut, hat sich schon dazu geäußert, aber ja, ich meine, wenn ihr seht, wie die Jungs sich hier verhalten, größtenteils, dann braucht ihr euch auch keine Gedanken machen. Oder könnt ihr das halt einfach 1 plus 1 addieren und könnt vorstellen, dass so einige euch nach vorne die geilen Maschinen spielen und im Hintergrund halt einfach genauso sind, wie sie sich hier geben. Make love, na oh, ach, grüß dich, Tilo. Kindergarten halt. Ja, war ein bisschen spät, wer? Manu, kommt euch das offizielle Gebankt-Shirt. Was willst du denn da schreiben oder sagen? Das sieht doch eh keinen. Die sitzen lachend vor dem Computer. Was soll man denn noch sagen? Da packe ich mal an die Birne. Ja. Lassen wir uns überraschen. Die ESL hat im Prinzip, also die Meisterschaft hat ja im Prinzip eh nur noch die, mal für mich jetzt persönlich, hat die ESL-Meisterschaft nur noch eine Chance. Ich hoffe jetzt, dass es mit, ich glaube, wer ist es? Deathproof und, ich weiß gar nicht, wie der zweite mehr heißt, dadurch, dass Bister das jetzt nicht mehr macht, Michael Bister, dass man da wirklich vielleicht nochmal ein bisschen eine Frischzellenkur reinkriegt. Keine Ahnung, ich habe eigentlich, also ich habe es auch eben noch zu Carla gesagt, ich habe gesagt, ich glaube, dass die ESL-Meisterschaft noch eine Chance hat, wenn man nochmal vielleicht auf den Reset-Knopf drückt, dann kann das attraktiv gestalten, gut gestalten, dass es auch das Potenzial gibt, das groß zu machen und auch interessant zu machen. Wenn man nochmal wirklich jetzt sich Gedanken macht, wie das Ganze ablaufen soll. Christoph Kohler ist okay. Und dann gehe ich hier in diesen Chat und lese diese Kommentare von der, übrigens, weil das ja alles so lustig ist und meine Aussage ja eh keinen juckt, ich möchte das nochmal zitieren, und sehe, wie die Leute eure Stars, eure Counter-Strike-Stars der Szene, eure Profis, eure Aushängeschilder, die auf den Finals spielen, sich hier verhalten. Es ist voll lustig, über ein ernst, also für die Community ernstes Thema zu reden, was die Community beschäftigt, weil die Community nicht verarscht werden möchte. Und man sieht, wie sich eure Profis hier verhalten. Dann kannst du wahrscheinlich den besten Produktmanager, kannst den besten Produktmanager der Welt haben und da kannst du machen, was du willst. Wenn du das dahinter stehen hast, brauchst du einfach, hast du keine Chance, diese Szene noch irgendwie zu retten. Besten Leute haben, die du möchtest. Sehe ich die E-Sports-Gemeinschaft irgendwo als Freunde bekannter, sollte man untereinander keinen in den Knast bringen. Story, um die Leute hier sich scheinbar nicht bewusst sind, dass das tatsächlich, ja, das ist mir auch alles scheißegal, darum geht es sich auch gar nicht. Und es soll auch nicht die Diskussion daran sein. Das, was hier gerade im Chat abgeht, ist für mich wirklich, für mich persönlich, ich rede nur von mir persönlich, und das juckt ja keinen, ich möchte es nochmal zitieren, deswegen ist jeder hier, weil es so wenige juckt und ich ja so uninteressant bin, und meine Meinung auch so uninteressant ist, ist für mich das, was hier gerade passiert ist, schocken kann man vielleicht nicht sagen. Vielleicht, es überrascht mich vielleicht nicht, aber das ist halt wirklich ein Sinnbild und da fange sogar ich dann langsam dran an zu zweifeln, ob es überhaupt noch einen Sinn hat, den Scheiß irgendwie anzuschauen oder zu supporten. Ja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt wäre. Schön, dass du ausführlich besprochen hast. Respekt mal, ich hoffe einfach, dass man merkt, dass so etwas auf lange Sicht herauskommt. Ich endlich rafft dieser Hinsicht. Schade halt extrem nach außen. Grüß dich, Jocke. Ja, Knast ist ja halt doch völliger Unsinn, ist überzogen. Ist ja für die Community traurig, die da 100 Kilometer, 1000 Kilometer hinfahren und ihre Teams zu sehen und dann kriegst du so eine Scheiße mit, sich gegenseitig hintergehen. Alle Profis hier finden es nur lustig. Ja. Ist halt irgendwie, man hätte einfach sich auch mal ehrlich dazu äußern können. So. Hätte ich geil gefunden. Hätte ich echt geil gefunden. Da bin ich auch, um ehrlich zu sein, davon ausgegangen. Dass einfach mal gesagt wird, hey, es ist so und so, es läuft scheiße oder es war scheiße und dies war kacke. Der Einzige, der das gemacht hat, war Robin so ein bisschen.
Der Rest verhält sich halt wie eine angeblich erwachsene Menschen, aber verhält sich hier wie eine Krabbelgruppe. So. Wir haben voll den Insider, wir finden das voll lustig. Ja, keine Ahnung. Hau rein, Robin. Mach's gut, mein Lieber. Hä? Sobald man Maul aufmacht, kriegt man noch einen rein. Das ist doch totaler Unsinn, Tarsin, Alter. Gerade du, Tarsin, gerade du, der die GPL gerade hat, müsstest du eigentlich stehen und sagen, ja, es ist Kacke. Also die GPL ist doch dafür da, um Leute zu fördern, oder? Und ihr verhaltet euch hier wie die Zweijährigen, Alter. Marvin, danke für den Sub, Mann. Dankeschön. Willkommen zurück. Sozialarbeit. Hat doch gar nichts mit Mundheilen zu tun, kann einfach nichts machen. Ja, aber entweder haltet ihr den Mund oder ihr äußert euch konstruktiv zu einer Sache, die die deutschen Spieler interessiert, weil die deutsche Community sich scheiße fühlt, wie ihr mit der deutschen Community umgeht, weil die deutsche Community, und ihr sagt ja, es ist, für euch ist die Community vielleicht scheißegal, aber ohne diese Leute gäbe es keine ESM-Meisterschaft. Keiner von euch würde auf ein Event fahren können. Keiner von euch, ja? Ob es euch juckt oder nicht. Aber dann haltet doch einfach die Schnauze, anstatt irgendeinen 12-jährigen Bullshit hier reinzuschreiben. Dann äußert euch doch vernünftig, sagt doch einfach, was Sache ist und sagt, dass ihr das so und so seht. Das ist 10-mal konstruktiver, wenn sich Daniel und Skrunk hier ankacken, weil dabei eine Diskussion entsteht, anstatt irgendwelche Running Gags, die, oh, juckt null. Das ist einfach Kindergarten, das ist einfach Bullshit, Mann. Das ist einfach absoluter Bullshit. Dann haltet's Maul und schreibt einfach gar nichts. Ich verstehe das nicht. Die typische Dummheit, die meisten betroffenen Leute machen sich lustig darüber und lachen sich, gleich bedauern sie, nichts haben. Kann man sowas nicht aufs Kopf schütteln. Ja, aber wenn selbiges den Personen passiert, ist halt einfach dann das Weltuntergang, dann geht hier richtig unter. Das merkt man übrigens für den guten Marvin, sorry Marvin. Das ist einfach, das ist traurig, Alter. Das ist einfach traurig. Das ist, sorry. Darfst dich da nur nicht so reinsteigen, dass du einen roten Kopf kriegst. Ja, alles klar. Ja, aber dann, deswegen verstehe ich es ja nicht. Wenn du das sagst, Tarsin, dann verstehe ich nicht die Art und Weise, wie sich hier teilweise verhalten wird. So, verstehe es nicht. Und dann darf man sich halt einfach nicht wundern, und keine Ahnung, entweder, ihr seid ja alle so ein verschworener Verbund, die alle einen super Running Gag kennen, der gegen ESG geht, ist ja auch alles okay, soll ja auch jeder Running Gags haben, aber wenn ihr so ein verschworener Verbund seid, dann solltet ihr auch alle untereinander euch so absprechen können, dass man sagt, hey, lass mal jetzt hier nicht, das kommt scheiße rüber oder sonst was. Dafür schafft ihr es aber nicht. Das schafft ihr einfach nicht. Wenn die Community nicht scheißegal ist, dann hört auf, hier so hart rumzutrollen. Tragt was dazu bei, dass jeder versteht, was hier Sache ist, oder haltet einfach die Schnauze. Echt, das ist, wow. Einfach traurig. Es ist wirklich gerade traurig so. Sorry, meine Meinung. Ihr wolltet eine Meinung von mir haben, dann habt ihr meine Meinung. Das Verhalten, was heute hier an den Tag gelegt wurde, ist einfach echt ekelhaft. Ich verstehe, dass da vielleicht noch mehr hintersteckt. Ich verstehe auch, dass durch diese ganze Demo-Sache noch mehr hintersteckt. Absolutes Verständnis für. Aber diskutiert das, regelt das, macht es öffentlich oder lasst es. Ich, keine Ahnung. Running Gang wurde doch jetzt schon 10-mal erklärt. Indirekt bestätigt. Ja, das ist super, dass Kazuya dafür in den Chat kommen muss, um das zu bestätigen. Aber wofür macht man den? Wofür macht man den? Erklärt mir, wofür man den macht. Ich verstehe. Kinders, ey. Als würdest du mit einem. Oh! Wie fühlen sich denn mit der Erzieher, Alter? Ihr macht, ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wer Sina ist. Ich habe, glaube ich, auch der ersten Satz, den ich zustimme. Es wird die ganze Zeit nur irgendein Scheiß geschrieben.
Es ist unfassbar. Ich habe die einzigen sinnvollen Beiträge. Die sinnvollen Beiträge waren von Robin und Daniel. Das sind die einzig sinnvollen Beiträge, die ich bisher gelesen habe. Ansonsten kommt nur ha ha he he. Wir lachen uns alle wirklich herzlich ins Fäustchen, dass ihr die Szene repräsentiert, die wir alle gerne schauen. Danke dafür. Danke für ein Musterbeispiel für das, was man von der Szene eh schon denkt. Mit jedem Scheiß kann man ein Statement setzen. Mit jedem kleinen Scheiß kann man ein Statement setzen. Und das ist heute komplett verpasst worden. Ist einfach verpasst worden. Es ist... Keine Ahnung. Beziehung und Arbeit ist nicht so schlimm. Wow, Manu. Du Opfer. Dass ich PKD gegen die Weißen gesehen habe? Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Ist hier Salz anwesend? Nee, hier ist. Ich bin echt ausnahmsweise. Ich bin wirklich in all den Jahren echt zum ersten Mal schockiert, ey. Bin wirklich schockiert. Alles auslassen? Das Spiel anscheinend wurde jetzt eh schon zerpflückt. Nee, noch nicht. Du steigerst dich zu sehr rein. Also, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt nicht so sagen. Vielleicht ist deine Ansicht, ist okay. Aber was glaubt, also man muss halt auch einfach mal reflektieren, was ihr für ein Bild hinterlasst den Leuten gegenüber, die das hier gerade lesen. Das müsst ihr euch auch mal, ihr seid nun mal im Bereich von Counter-Strike, seid ihr Personen der Öffentlichkeit. Ja, eure Worte haben auch Tragweite, das, was ihr sagt. Und das hat nichts mit Reinsteigern zu tun. Es ist halt einfach, ihr müsst, wie soll man es denn sagen? Auf Aktion folgt Reaktion. Ihr müsst euch daran messen lassen, was ihr hier, wie ihr euch verhaltet. So, und das habt ihr den Leuten halt eben einfach so repräsentiert. So, und wie gesagt, es kam von zwei Leuten konstruktive Sachen dazu und dann ist gut. Aber ich möchte halt trotzdem nochmal auf die Thematik, eingehen. Die SL wurde nicht zerpflückt bisher, Olli. Ich habe meine Meinung dazu gesagt, da hätte man halt auch einfach keine Strafe aussprechen können. Die SW hochpushen, die Community ist natürlich gespalten. Sehen das denn anders? Das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt Sachen, da sollte man sich raushalten. Das ist eine Sache von ESG und die Weisen. Oh, das weiß ich nicht. Es ist halt auch eine Sache der Community, denn es gibt sicherlich auch Leute, die ESG gerne auf Finale gesehen hätten und sich da betrogen fühlen. Und das würde halt alles schon wieder dann schön unter den Tisch gekehrt werden und da wird es nicht herauskommen. Und ihr würdet euch mit euren Internas wieder weiter schön ins Häuschen lachen im Hintergrund. Ich glaube nicht, dass man sich da raushalten muss. So, das ist Thema der Community, es ist öffentlich gemacht. Also kann man da schon mal drüber diskutieren. Und wenn das doch alles so irrelevant ist und sowas, dann schaut es euch nicht an. So, ihr macht es ja trotzdem. Wenn das deine Sichtweise falsch ist, dann ist das dein gutes Recht. Bei vielen tritt einfach enormes Unverständnis auf und ich finde es scheiße, weil die für das alles. Ich gerade vor, dass es keinen von den Profis juckt, auf welche Weise in-game beschissen wird. Wie Tarzan sagte, man müsste es akzeptieren. Und auch Counter-Strike Deutschland geht weiter ohne die ESL. Und das möchte ich erstmal sehen. Da komme ich nicht hinterher mit Kito und Co. und Daniel und ich weiß nicht, was da falsch. Ich lese nur was von Euro CSGO-Gruppe. Demos aufnehmen. Ihr seid eure Position als Profis überhaupt nicht bewusst. Ihr benehmt euch wie ein Haufen Typen auf einer riesen LAN, die einfach mal ein bisschen daddeln wollen. Für mich als komplett Außenstehenden ist das hier für ein unbass Trauerspiel. Ernst nehmen, auf einer Position befinden. Ja, also das jetzt zu sagen, ohne Deutschland, Counter-Strike geht auch weiter ohne ESL, möchte ich dann sehen. Das möchte ich dann erstmal sehen. Schon ganz andere Sachen gegenüber, wo Leute gegen einen gecheatet hat, aber das hat nichts mit der Community zu tun. Das muss mit den Ligen Betroffenen geklärt werden. Ja, aber die Leute dürfen doch ihren Unmut äußern. Jeder von uns darf doch seinen Unmut äußern dazu. Dass man sich ungerecht behandelt fühlt als Zuschauer.
dass das halt dann nicht ganz fair ist. Ist halt einfach so. Oder sagst du, wenn jemand im Stadion ist, so, du darfst jetzt aber nicht meckern, wenn der das achte Mal den Fehlpass spielt. Das hast du so zu akzeptieren, das geht dich nichts an. Trotzdem äußert man sich dazu. Und wir reden nicht von Cheaten oder sonst was. Wir haben vielleicht, für einige ist das modernes Cheaten. Aber generell ist es doch ein, man darf sich doch zu einem Thema äußern. Das hat doch nichts mit, man darf sich dazu nicht äußern zu tun. In Deutschland wird halt einfach viel zu viel unter den Tisch gekehrt. Vielleicht ist das das Problem. Und es schaukelt sich hoch. Es schaukelt sich einfach hoch. Zuerst Deutschland ist man gewohnt, alles im Stillen regeln zu können. Das ist ziemlich verrückt. Ja, es ist auch nicht so, dass alles an die Öffentlichkeit muss. Stimme ich teilweise auch zu. Aber man sieht halt, ich habe halt immer das Gefühl, man sieht halt nur diese ganze Position der Spieler selbst so. Und nicht der Position von den Leuten, die wirklich fanatisch sind. Es gibt so viele, und das glaubt man, glaube ich, gar nicht, so viele Fanatiker, Deutsch-Counter-Strike-Fanatiker, die dieses Spiel lieben, die diese Community leben, die alles damit leben, was damit zu tun hat. Und dann denen immer wieder so ins Gesicht zu treten oder mit sowas dann ins Gesicht zu treten, finde ich halt einfach nicht geil. So. Finde ich einfach nicht geil. Und dann finde ich auch, dass man sich dazu äußern sollte. Punkt. Ja, und das ist... Ja, das ist ja auch alles okay, Kito. Verstehe ich auch voll und ganz. Aber das rechtfertigt ja keine Aktion. So. Aktion, Reaktion. Du weißt, wie ich das meine. Keine Reaktion. Das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Aber man kann ja nicht... einem ins Gesicht treten, nur weil irgendeinem was nicht an der anderen Person passt, so. Und es wirkt halt, wenn ich das hier so zwischen den Zeilen lese, als hätte man Grell auf Euronics als Team allgemein. Was okay ist. Ja, das ist okay. Aber deswegen selbst etwas zu machen, was regelwidrig ist, das erklärt das Ganze ja nicht so. Dass Demos verboten sind, in der Gruppe aufzunehmen, ist mir schon klar. Ja, so wirkt's, ne, Carla? Uns als Community hat das nichts anzugehen. Wir sollten die Fresse halten. Hauptsache, die Pros können da unter sich regeln. Ja, es wirkt so ein bisschen. Hauptsache, wir kommen oder die Zuschauer kommen, bezahlen ihr Preisgeld, gucken 99 Damage. Bringen Einnahmen zu der ESL dadurch, bringen Viewerzahlen, die Pros können spielen, aber wir sollten uns raushalten, was sie machen im Hintergrund. Weiß ich nicht. Die Ligen werden nie auf Community hören und man hat als User keine Stimme, genauso als Orga oder Pro oder was auch immer. Ja, aber gerade dann muss man doch sagen, ich weiß ganz genau, was du meinst, und ich weiß auch, dass es gerade in der ESL schon jetzt ewig so ist, dass das, was man sagt, relativ wenig angenommen wird. Aber deswegen verfällt man doch nicht in Lethargie und sagt, ja, jetzt dann machen wir halt jetzt nichts mehr. Dann erst recht so. Keine Ahnung. Also das ist, stellt euch nicht so an, finde ich halt, akzeptiert, wie es ist. Nee. Warum? Das ist halt, weiß ich nicht. Wie ich, wenn Tasi wüsste, wie viel vom ESL-Preis auf meinen Nacken geht, so viel, wie ich da immer gesoffen habe. Das stimmt leider. Umso trauriger ist es, dass halt null Zusammenhalt ist. So. Das ist halt ein Spielerkreis, der sich versteht, ja, aber so wirklich da mal aufstehen und als Bund irgendwie was erreichen wollen, ist halt irgendwie nicht das Gefühl. Es wird halt nur gesagt, müsst ihr akzeptieren, müsst ihr so hinnehmen. Aber ich find's gut, dass du jetzt, dass du dich wenigstens jetzt hier ein bisschen hinstellst und was. Wenn selbst wenn von Vorteil gewesen wären, die waren. Was? Zu supporten und auf Events fahren. Ja, Hauptsache den großen Fans spielen und die Schnauze halten, so, ne? Uns wäre es auch von Vorteil gewesen, wäre die Weisen von Finals geflogen. Aber musst du nur mal so akzeptieren. Glaubst du, dass ihr gegen die Weisen... Echt? Wäre es von Vorteil gewesen für euch? Gegen Seeding, oder was? Bob, grüß dich. Rob, 17 Monate, vielen, vielen Dank. Danke für deine Liebe, danke für deine Unterstützung, Rob. Lieber an dich, bleib mal den Chef für den guten Rob.
Ich weiß nicht, dass ich tatsächlich mal meine Eltern zitiere, aber nur weil X das falsch macht, muss man nicht auch falsch machen. Ja, es stimmt ja auch so. Man muss mich auch nicht hinfahren. Steht nirgends, man sagt ja auch, dass man deswegen rausfliegen kann. Keiner der Gegner hat auch nur ansatzweise was wegen dem GoTV auf dem Server gesagt. Die wenigsten haben gesagt, mach GoTV aus und das wurde dann auch direkt gemacht. Ja, wie das im Endeffekt wirklich ist. Ach, Rosi. Rosi, komm zurück, bitte. Ich bin aber der deutsche Community interessiert und die Welt kann nicht verändern, aber zumindest eine Aktion wird was ans Licht ins Dunkle bringen. Ja. Rosi, bitte komm zurück. Ich bin gerade echt etwas konsterniert. Ich hatte einen roten Kopf bekommen. Ich habe immer einen roten Kopf. Da sehen. Wir sind auch schon innerhalb des Streams 3 Grad gestiegen. Von daher. Viele Leute wollen halt einfach in Ruhe und halten sich aus einem raus, solange es sie nicht selber trifft. Wenn es dann allerdings mal einen selbst trifft, wird geheult. Wie ein kleines Kind, der dem Lutscher geklaut wird. Da gibt es halt Leute. Ja. Ich habe ja schon heute gelernt, das juckt nicht und ich bin nicht neutral. Deswegen juckt mich das nicht. Gut fürs Herz, kann ich bestätigen. Als hätte es bei dir am Aufregen gelegen. Bei dir jetzt eher am Auflegen gelegen. Ach, Johnny, der war gut, oder? Komm, den müssen wir aber gönnen. Den müssen wir wirklich gönnen. Ich fand den. Das ist doch ein richtiges Gift gerade für euch, oder? Ach, riesig, riesiger Gag. Was? Wir hatten nämlich kein Lifestyle-Getränk, finde ich schade. Du hattest schon zu viele und warst zu beliebt. Statement Osi, was ist da so passiert? Wieso platzt das Thema jetzt eigentlich so? Zwei Jahre am Tisch, die ESL hat Strafpunkte verteilt, Ende. Ja, weil es bis dahin noch nicht öffentlich war. Daher kommt das einfach nochmal nach vorne. Das war vielleicht für dich bekannt, Jitko, und für jeden Beteiligten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bis Samstag keiner aus der Community das wusste. Typische 99 an Ohren. Das ist die dümmste Aussage, die ich hier gehört habe. Was hat der Puls denn geschrieben? Ich hab's nicht gelesen. Was hat Puls geschrieben? Ihr sagt, in DS ist alles scheiße und es denkt, dass in anderen Ländern anders agiert wird. Ja, aber das ist ja das typische, wenn der aus dem Fenster springt, muss ich auch springen im Prinzip so. Mussten die Unterhaltung sofort einstellen. Wie ich soeben erfahren habe, ist die ESL schon Strafpunkte verteilt. Ende der Unterhaltung, bitte. Danke. Selbst die gesamte deutsche CS-Community schafft es, kein öffentliches Interesse zu wecken. Den 99 hat eine Berichterstattung gemacht zu so einem wichtigen Thema, da müssten wir nicht hier jetzt nicht machen. Ach, Nisten, ey, du bist auch so ein Kaputten. Ich muss mir kurz einen Schluck Cola holen, ey, ich brauche Zucker. Ey, ich bin unterzuckert von euch, Schwachmaten. Ist ja unfassbar. Gehört, Cola ist gut für den dicken Bauch. Deswegen können wir das auch weitermachen. Cheaten ist halt auch passiert, kann man nichts machen. Marvin, guck's dir einfach nochmal an. Über Entscheidung auch nicht gern gesehen in Deutschland. Danke, Chessmann. Hm.
Wieso sollte 19 Damage darüber einen Artikel machen? Das war doch geplant, Jitgo. Jetzt tut nicht so, als wäre das nicht geplant gewesen, Alter. Alter. Muss ich mich jetzt schon über das nächste Thema aufregen? Warum sollten wir eine News machen? Das war nie geplant. Hatten wir nie vor, eine News zu machen. Warum sollten wir auch? Alter, come on jetzt. Wirklich. Ich hoffe, dass das ein Witz ist, sonst muss ich gleich wirklich ausfeiernd werden. Holy shit. Wusa. Jetzt fängt mein Herz an zu rasen. Ich würde deine Aggressionsprobleme reden. Wer ist das denn überhaupt? Ich bin nicht im Editorial. Ich hatte jetzt neue Merch, bzw. ein Modelabel. Freunde, ist der Shop online. Habe ich kein Geld für, Mann. Trotzdem danke, Manu. Fink mal von der Wilhelmstraße. Ist das die Wilhelmstraße? Ist das nicht die mit dem Bordellen? Nee, ist sie nicht, oder? Kannst du Schicker nochmal erklären, warum 99 News ein S? Nee, danke, Trommler. Ja, Missstände aufzudecken. Das wäre zum Beispiel mal ein Punkt. Ich meine, News generieren, um Klickzahlen zu machen, das gehört halt nur mal dazu. Und da kann man halt auch keinem was vorwerfen. So. Hat man sonst halt auch keinen Halt vorgemacht. Hätte man jetzt auch nicht machen müssen. Junge, nicht weiß, was hier abgeht. Ich will gar nicht gucken. Antoniusstraße. Ja, auf der war ich schon mal. Also, lassen wir das. Ich wollte zum Weihnachtsmarkt, war rechts unten, wollte nach links oben, bin da hoch. Ach, lassen wir das. Es ist also eine persönliche Meinung, dass solche Dinge besser intern bleiben. Dann sollte vielleicht keiner mehr 99 Damage Streams schauen, denn wenn die Community eh irrelevant ist, braucht ihr die auch nicht auf euren Streams. Manu, ich nehme auch einen. XL. Mach XX. Bastet. Dich. Nein, nein, nicht so viel Macht. Kaum ein Team hat gute Social Media Stage. Und News-Seiten sind diejenigen, die Teams Reichweite verschaffen. Wenn es keine Interviews gibt, treten Teams selbst in den Hintern. Ja, das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Das passiert einmal, wenn man zum Weihnachtsmarkt geht. Ich war off-topic. Ich war mit der mit der Schulklasse waren wir irgendwann mal auf dem Weihnachtsmarkt in Aachen. Und wir hatten aber keinen Bock mehr auf Weihnachtsmarkt und sind irgendwo durch Aachen gelaufen, wussten, der Weihnachtsmarkt ist links oben. Irgendwo links oben. Und sind einfach die nächste Straße hochgerannt, bis wir realisiert haben, dass irgendwie jedes Fenster zugezogen war mit Vorhängen. Und wir dann realisiert haben, oh, gut, sind wir vielleicht falsch. Die haben uns richtig rausgejagt aus der Straße, Alter. Naja, aber du hast gesagt, warum sollte 99 Damage das veröffentlichen? Das, ne? Das meine ich ja. Du sagst, 99 Damage, warum sollte 99 Damage das veröffentlichen? Wir sagen, weil es die Community betrifft und die Community interessiert und angeht. Ich denke, das passt eigentlich ganz gut als Aussage. Ist ja nichts Schlimmes jetzt. Also auf jeden Fall. Wow, geil, boy. Ich dachte, das willst du noch mehr hören. 99 Damage ist eine Szene-Seite, von denen verlange ich Transparenz in News. Ja, ist eine Community- und Szene-Seite. Ja, da bin ich auf Nistens Seite. Naja, aber warum nichts kommt, haben wir doch schon, M9. Das haben wir doch, also es war eine News geplant und die Weisen und Euronix wollten beide nicht, dass diese News veröffentlicht wird. Das war der Grund im Prinzip, warum dann im Endeffekt nichts gekommen ist. Ist zumindest eben so ein Check geschrieben worden, hat keiner was gegen gesagt, also gehe ich davon aus, dass da was dran ist. Kann ich verstehen, dass ESG und die Weisen das nicht öffentlich klären wollten. Naja, aber sind wir ehrlich, die Community zeigt gerade Reife und der andere Seite weniger Hexbeider. Davon rede ich ja. Dem Wunsch entspricht man dann sofort. Naja, 99 Damage wird natürlich auch. Ja, man muss halt jetzt sagen, wie man es möchte. Oder man kann sehen, wie man möchte. Ich denke, dass 99 Damage sich natürlich schon gut stehen will mit den Orgas, um halt einfach frühzeitig an News zu kommen und sowas. Da muss man halt einfach abwägen, was ist einem wichtiger, die Transparenz und die Community dann, der das nahezubringen, dass sie sich Gedanken drüber macht. Oder, ja. Oder ob man halt einfach auf der Seite der Teams steht. So ein bisschen. Als Ralf habe ich heute nur den Streamer gesehen und auch nicht
das durchgängig? Was? Wait, ich bin reif, aber doch nicht? Ja, eigentlich wollte ich noch ein viel eheres, eigentlich noch ein viel mehr zum Thema Fazit geben, aber das Fazit hat die deutsche Szene sich, glaube ich, heute selbst gegeben. Ich bin, aber naja, wir steigern uns ja alle zu viel rein. Ja, und Thema ESL, wie gesagt, ich, ach, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde die Strafe einfach zu gering. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht genug. Aber ich könnte halt auch nicht sagen, dass man Robin halt sperren sollte. Es ist halt so. Das Problem an der Sache ist halt einfach, dass der Rattenschwanz noch viel länger ist. So, es ist halt nicht nur Robin so. Und da müsste man halt eigentlich an viel mehr, in viel mehr Ecken noch gucken. Alter. Ich finde ein bisschen schade, dass jetzt alles auf Robin abgewälzt wird. Ja, genau das sagt im Statement explizit. Ich wollte das einfach mal sagen, wie ich mit Nils umgehe, auch zu Recht, oder? Es sagt im Statement explizit, dass Robin Vertragsstrafe und Co. belegt wird. Sowas kann Nerbot für einen Witchern geben. Denke mal, Vorfall waren mehr Personen als. Ja, das habe ich eben auch gesagt, Legend. Ich finde es trotzdem zu wenig, aber. Ich finde es zu wenig, ja, weil ich immer noch der Meinung bin, dass dass das schon unter, ja, es fällt unter Wettbewerbsverzerrung. Ich finde das zu wenig. Was gefordert wird, ist halt auch teilweise ein Witz, ja. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht hätte man wirklich einfach mal über eine Sperre nachdenken sollen. So wenigstens eine Season oder sowas. Und vielleicht hätte man auch einfach mal, man hätte einfach ein richtiges Zeichen setzen können. So. Und wir reden nicht davon, dass in anderen Prax-Sachen Demos geleakt, recorded werden, die nicht erlaubt sind. Dann muss es öffentlich gemacht werden. Dann muss es diskutiert werden. Dann muss es kommuniziert werden. Dann müssen Beweise vorgelegt werden. Sich jetzt hier in den Chat hinstellen und jedem den Ball zu werfen und einen Kuchen ins Gesicht zu donnern, bringt einen Scheißdreck. So. Entweder wird es öffentlich gemacht und es wird diskutiert. Und oder es wird an die ESL getragen und es wird an die entsprechenden Ligen getragen und wird dementsprechend behandelt. Oder man hält die Schnauze. So, und auch dann sollten die Leute dementsprechend zur Rechenschaft gezogen werden. So. Und das ist halt auch nicht der Fall. Das ist jetzt öffentlich geworden, weil die deutsche Szene ihr Maul nicht halten konnte, wie so häufig. Ja. Aber dieses Abwälzen auf Scrunk finde ich halt einfach. Finde ich halt einfach ekelhaft und man muss halt einfach denken, wirklich, was das Ganze für einen Rattenschwanz mit sich zieht. Über Ligen, über Sponsoren, über Preisgeld, über Vertragsgeld. Ja. Das meine ich halt, ne? Das muss man halt auch bedenken. Und da geht es nicht um Sympathie oder Antipathie. Ich bin sicherlich auch nicht mit jedem, also. Das ist ja immer kein Geheimnis mehr. Ich bin ja nicht mit jedem Dicke in der Szene, weil halt einfach den Leuten das auch nicht passt. Wenn ich was dagegen sage, so, oder wenn ich halt meine Meinung sage, ich kann damit leben. Ich will auch nicht jedem gefallen, ich will auch nicht jedem gefallen. Das ist mir auch völlig Latte, um ehrlich zu sein. Und das haben ja auch schon einige zu spüren bekommen. So an Zeiten hat es zu spüren bekommen und im Nachhinein hat man sich dann doch halbwegs ausgesprochen und alles ist in Ordnung so. Ach, keine Ahnung. Ich bin wirklich in all den Jahren zum ersten Mal ein bisschen sprachlos, weil das mich echt heute ein bisschen. Das hat mich echt. Hätte ich so nicht erwartet. Nils ist ein richtiger Schmutzmensch, Alter. Es gibt so viele Menschen an Strafen. Ach ja, was ich sagen wollte, genau. Ich komme auch nicht mit jedem im Team oder aus den Teams zurecht, glaube ich. Und das ist auch weder mit Device, bei Devisen kenne ich Robin und ein bisschen Alex, so, und das war es auch schon, mit dem Rest habe ich nie was zu tun gehabt. Bei Euronix bin ich eigentlich mit jedem ganz okay, mit Chris halt einfach sehr okay, und bei Devisen bin ich halt mit Robin sehr okay, bei Planet Key, keine Ahnung, habe ich eigentlich auch nicht wirklich viel Kontakt zu, von daher, ich bin all dem neutral gegenübergestellt, so, und ich schiebe keinem den Peter zu, es sind alle dran beteiligt, das ist Devisens Schuld, weil sie dumm gehandelt haben.
Hoffentlich lernen sie daraus für die Zukunft. Ich finde die Art und Weise, wie vermutlich die Demo dann an Robin weitergegeben wurde, vermutlich von einem Planet Key-Spieler, so ist es natürlich jetzt niemals bestätigt worden hier, aber es scheint so zu sein, keine Ahnung. Finde ich halt auch nicht geil. Genauso wenig, wie ich das Runterladen und Analysieren der Demos geil finde. Irgendwo hat jeder eine Teilschuld. Oder ein Eigenverschulden. Nicht eine Teilschuld, aber ein Eigenverschulden. Aber es ist, schockiert mich viel mehr, was heute im Chat war. Es schockiert mich wirklich viel mehr. Ich. Ein Strafnummer, scheinbar ist das Ganze ja nicht schlimmer als eine zu spät gezogene Wildcard. Ja, es scheint allgemein nicht sehr, sehr schlimm zu sein, wenn ich das gerade hier so mitgekriegt habe, Kazuya. Es scheint allgemein eine Sache von, ist ja alles normal. Ich meine, die machen auch Scheiße, dann machen wir auch Scheiße. So ist es halt, was ich im Endeffekt daraus lese. So, ich bin. Meine Vorstellung von Recht und Unrecht ist im Einklang mit der ESL. Ja, es war ja genau, es war ja kein Money Hack, es war ein Aircon-Befehl. Und ich glaube, das Thema wurde auch schon mehrfach diskutiert. So, das war halt unnötig. Da hat einer Scheiße gebaut und alle mussten es mittragen. Denk mal drüber nach. Ja, ich fand 2 Jahre damals auch zu viel für die Cheat-Sperre. Ich glaube auch so ein Jahr, halbes bis Jahr hätte es getan damals. Ich fand das auch ein bisschen sehr, sehr viel. Eine Person, die diesen Befehl ausübt und alle kriegen sie halt auf den Sack dafür. Die du halt überhaupt nicht hättest verhindern können. Ja, ist halt einfach so. Du hättest selbst wenn du gesagt hättest, nein, hättest gemacht, du wärst trotzdem gefickt gewesen, so ungefähr. Ich finde die Demo-Geschichte schlimmer als ein Aircom-Money-Befehl im Gather. Das ist eine ist random fun CS. Ja, aber das kannst du ja auch nicht so sagen, weil einer irgendwo in einem Gather cheatet, ist er ja trotzdem Cheater, Nils, so. Aber ich denke, es ist nochmal was anderes, wenn du bewusst dein eigenes Spiel manipulierst, als abhängig davon zu sein, dass jemand anders das macht. So. Fakt ist, wenn weiter solche Scheiße passiert, wird sich kein Schwein mehr für deutsches CS interessieren und ohne Views gibt es keinen Eventstream und so weiter. Wird wahrscheinlich kaum noch bis gar keine Löhne mehr bezahlt, keine Community, kein Job als Pro. Kann man so unterschreiben, Dean. Und geh wieder F1 spielen. Ihr geht davon aus, dass man FPT-Daten gehackt hätte? Waren frei zugänglich für ehemalige Spieler? Meine Meinung ist somit nicht Robin schuld. Klar, ist moralisch nicht korrekt, aber es liegt kein Verbrechen vor. Ja, doch, Puls. Also, Verbrechen ist halt auch immer so eine Sache. So, ich finde das Wort Verbrechen halt einfach, weiß ich nicht. Es ist halt einfach, Verbrechen ist halt einfach so, das klingt halt recht so fies. Ich habe eben das Beispiel, ich glaube, du warst auch da, wenn du jemandem Schlüssel gibst, um bei dir ins Haus zu kommen, du hast keinen Kontakt mehr zu der Person, hast vergessen, ihm den Schlüssel wegzunehmen, er geht in dein Haus, holt was raus und haut ab, es ist trotzdem immer noch ein Diebstahl. So. Du bist dumm, weil du ihm den Schlüssel nicht weggenommen hast, ist dein eigener Fehler, aber es bleibt ein Diebstahl. So. Das ist halt einfach trotzdem neben moralisch auch einfach, das macht man einfach nicht. Es ist halt einfach trotzdem nicht da. Ach, jetzt Maul, Nils, Alter. Dann die 5 Leute, die für Zerber bekommen haben, wo ich es auf meine Kappe genommen habe, für einen Erdkommer, für einen Nils. Vielleicht der einen Fall, wo 6 Team-PPs und sonst nichts rumkamen, keine Ahnung. Ja. Das meine ich ja so, da musstest du damals das ganze Team tragen, jetzt nicht. Moralisch ist es kacke, ja. Warum macht ihr es dann? So viele Leute im Keller. Man sollte sich in Zukunft einfach endlich mehr aufs Sportliche konzentrieren, so wie 2 denen, die es in Test Deutschland gerade tun, für das Vorteil, wenn man nicht alles auf Deutsch versteht. Wow, Hooligan. Es ist aber eine Straftat, die müsste. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Da bin ich einfach raus. Und ich weiß halt auch nicht, inwiefern dass ich vertraglich festgehalten ist mit den FTP-Zugängen und sowas. Wenn der Link geändert wurde und dies und das. Keine Ahnung. Es ist halt trotzdem ein Zugriff auf einen Server, zu dem eigentlich einem ein Zugriff nicht mehr gestattet ist, der vielleicht auch vertraglich irgendwie festgehalten ist. Das meine ich halt. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht.
KZ-Maps. Die Weisen hatten MDS und hatte einen Freewin auf den Finals. Gleich mehr Geld. Tunix und Skrunk haben ein Statement verfasst und die Sache ist für, durch für die beiden. Der über euch, die kriegen Vertragsstrafen oder sonst was. Puls schreibt bitte nicht mehr. Das Köln nach Hex gefragt und ständig verteidigst du ihr Skrunk. Die Strafe ist definitiv. Ich habe meine Strafe für Johnny überdurchsetzt. Er kriegt 12 WS immer als DJ, 2 Jahre keine Gigs. Dann geht's auch seinem Herz wieder gut, wahrscheinlich. Wenn es umgekehrt gewesen wäre. Ja, das ist halt so die Frage, die ich mir halt auch noch. Das ist halt auch noch die Sache, die ich mir so stelle, die Frage, die ich mir so stelle, ne? Wie wäre es gewesen? Wären die Leute dann auch so cool, wenn es umgekehrt passiert wäre, wenn Euronix sich die Demos geholt hätte von Devisen? Weil, weiß ich nicht, Saiken noch irgendwie Serverzugang hatte zu dem Ganzen. Wäre das dann auch so cool gewesen? Sagen jetzt natürlich alle, ja klar, wäre unsere eigene Schuld gewesen. Aber ich glaube, in der Situation ist es nochmal was anderes. Haha, wieso auch wieder Night and Damage dafür geflamed wird, wo er weiß überhaupt jemand, dass eine News geplant war. Wurde eben so kommuniziert, Jitko. Von den Verantwortlichen. Und, und ja, und ich glaube, so ein Thread, oder? Aber bitte, ihr müsst doch nicht immer alles sofort als flamen, so. Man darf doch Kritik äußern. Oh, das nervt mich so. Man kann doch mal Kritik äußern, ohne dass es flamen ist, Alter. Man kann doch einfach mal sagen, ich finde das nicht gut, dass diese News nicht veröffentlicht wird. Warum flamet ihr uns denn jetzt so? Warum? Warum ist das denn so? Warum seid ihr alle so? Etex genutzt hätte, wäre Crispy ebenfalls ein Nuttensohn. Wenn es nach der ESL geht, ist am Ende eh Marki schuld. Ja gut, aber der rafft offline ja auch nichts. Grüße gehen raus an Markus. Saiken hatte vor der Season noch Rechte vom Teamsheet, wo die Tacken von den Weisen drauf waren. Er hat es gerade angeschrieben. Ja, das hatten wir schon. Marki kommt auch nur alle 2 Minuten rein, schreibt 2-mal rein und geht wieder, oder? Ist ja wirklich jetzt nichts Schlimmes gegen 99 gewesen. Also wirklich nicht. Absolut nicht. Dann wird man so gebacksteppt. Wie auf LAN, oder? 6 Stunden spawnen sie Moderator. News kommt, keine Sorge. Der Großteil der Redaktion, alles aus der WNN, sind Festangestellte bei Fixer und arbeiten zu den normalen Arbeitszeiten in Berliner Office. Übrigens nicht mehr. Ja, dann hat man doch da einen Forumbeitrag sogar. Also keine Ahnung. Marc hätte komplett den Server mitgehen lassen. Das ist zwar jetzt echt ein bisschen fies, weil das Thema eigentlich lustig ist. Marc ja auf dem FTP. Warum nur eins mitnehmen, wenn man alle haben kann? Nein. Das Marc im PC klaut. Passiert halt. Kann man nichts machen. Passiert halt, ne? Kann man nichts machen. Ich bin schockiert darüber, wie schockiert viele über Trommlers Schockiertheit sind. Echt schockierend. Abgesehen, dass Marki nicht besser ist, ist er wenigstens lustig. Ja, aber gut, das kannst du auch nur mit Humor sehen, wer schon so viele Fehltritte hatte, ne, Markus? Ja, auch Millionen aus dem Fall rausholen könnten, aber die Strafe hat keine Relation zu dem, was passiert ist. Zu dem, was sie damit gewonnen haben. Ja, ich sag, er ist ein ordentlicher Rattenschwanz. Ihr Lieben, ich gehe mal, Nils, komm schon mal ins Teamspeak. Ich werde jetzt ein bisschen mit Nils spielen, der wird vielleicht wird er auch noch im Teamspeak dazu was sagen. Wahrscheinlich wird das Thema ja nicht durch sein. Fazit für mich von der ganzen Sache ist, ich finde die Strafe zu gering. Ich finde es trotzdem ungeil, wie nur auf Robin geschossen wird. Weil Robin, glaube ich, jemand ist, der relativ viel für die Community getan hat und sich auch mal einen Fehltritt erlauben darf. Ich weiß nicht, wie viel am Hintergrund passiert. Ich kann nur das wiedergeben, wie ich die Leute kennenlerne und wie ich über die letzten Jahre sie wahrgenommen habe. Grüß dich, Tobi. Dementsprechend finde ich es scheiße, wie nur auf Robin geschossen wird. Ob es eine geile Aktion war oder nicht, das steht, glaube ich, außer Frage. Die Aktion ist einfach scheiße. Punkt. Strafe zu gering. Euronix ebenfalls richtig dumm.
Johnny darf in Zukunft nicht mehr auflegen wegen Herz. Und ich bin einfach schockiert, wie sich die Leute heute hier gezeigt haben. Und ich bin einfach wirklich ein bisschen geschockt so von der Art und Weise, wie hier heute kommuniziert wurde, so anstatt einfach mal. Also man musste erstmal die Kredibilität der deutschen Spieler in Frage stellen, damit man hier überhaupt vernünftig reden konnte eben. Und das hat mich wirklich schockiert so. Also das habe ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Hätte ich so nicht erwartet. Also schon erwartet, dass einige Trolls hier sind. So, es sind halt die Deutschen, aber dass es so heftig ist, dass die Leute sich so präsentieren, hätte ich nicht erwartet. Das schockiert mich ein bisschen, oder hat mich ein bisschen schockiert. Mittlerweile denke ich, deutsches CS zeigt halt, warum es halt so ist, wie es ist. Ja, das streite ich ja gar nicht ab, aber man sollte halt trotzdem auch einen Fehler machen können. Man sollte halt trotzdem einen Fehler machen, dafür gerade stehen können und seine Strafe absetzen und das revidieren und dann wieder zeigen, dass alles gut ist. Die Option sollte man zumindest mal haben. So. Der Thread-Titel war nie aussagekräftiger. Ja, ich muss mir das echt wahrscheinlich nochmal ein VOD angucken und ich habe ihm schon zu Kanada gesagt, eigentlich reicht das VOD, um noch einen Talk zu machen. Das war bezeichnend. So, das war. Wow. Nils, so Spaß, kommst ins Teamspeak bitte. Danke. Wir werden ein bisschen zocken, wir werden aber bestimmt, das Thema ist ja nicht durch, so, wir werden ein bisschen weiterreden. Rematch, ja, aber Rematch ist ja angeblich angeboten worden, die ESL wollte das nicht. Stimmt das, Kazuya? Weil das wurde eben so gesagt und dass das auch von die Weisen ausging, dass sie ein Rematch angeboten haben. Das hätte ich dann auch die fairste Lösung gefunden. Und jetzt schafft es wieder nicht ins Teamspeak, Alter. Und Alex, er seine Twitter-Beschreibung ist lustig. Ist er MDL-Player? Wow. Ja. Du hast sehr viel verpasst, Krischi. Sehr viel. Inwiefern siehst du hier eigentlich Johnny in der Schuld? Welche Intentionen hatte er deiner Meinung nach, das weiterzugeben? Es steht ja noch nicht fest, dass er damit dran beteiligt war. So. Dafür müsste es ja feststehen. Das haben sie ja nicht bestätigt oder abgestritten oder sonst was. So. Er will Server Admin. So, von daher kann ich mich dann nicht zu äußern. Also, der Sinn dahinter ist doch logisch. Wenn das so der Fall ist. Wenn das der Fall ist. Wo soll ich mich wiederholen? Kannst du dich bitte beruhigen, Julia? Es kommen halt immer wieder neue Leute dazu. Mann, kannst du bitte dich entmuten und reden, Mann? Kurz Klo, Alter. Ja, wenn er das gemacht hat, dann ist es doch klar. Jetzt war es doch. Du hast eben noch geschrieben, war es nicht. Und als ich gefragt habe, kam nie ein klares, ja, Johnny hat mir den Auftrag gegeben, sondern Robin hat eben gesagt, ich habe meine Meinung dazu an die ESL weitergeleitet. Oder weitere Informationen oder was weiß ich. Nie ein Rematch abgelehnt, aber das wäre, nee. Also es soll wohl so sein, dass die Weisen das Rematch angeboten hatten. Die ESL hat gesagt, nein. Darum ging es mir. Mit dem Blümchen und Blümchen läuft so, als würde Manu das wissen. Ich zahle ein paar Millionen, wenn man den MDL-Slot wegnimmt und ich bei Vergnügung das Gesicht von Alex sehen darf. Team Ironie, mir hat es verdient. Ja, genau. Auf jeden Fall. Manu, du hast mir übrigens immer noch nicht im Steam geantwortet. Komm, FTP, wir müssen laden. Ja, die Weisen hat
Zumindest von, man kennt es ja halt immer nur in der Online-Leistung, haben sie es doch verdient. Darum geht es ja nicht. Sind direkt durch gewesen. Ja, ist halt dann so. Das ist aber auch nicht, das ist aber auch nicht die Frage bei der ganzen Sache. Hallo. Na? Mike, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich würde gerne deine Meinung zu dem Thema Devices und FTP hören. Ja. Du hast jetzt bestimmt 2 Stunden auf dem Pott gebraucht, um dir diesen Riesengag auszudenken, oder Nils? Kann das sein? Ja. Ich habe meine Freundin noch kurz gefragt. Ja, mein Beileid. Hä? Aber sag du doch mal was dazu, Nils. Du bist doch komplett raus aus der Szene. Du kannst halt richtig hart ablästern. Du interessierst eh keine Sau. Also ich habe das ja nur so ein bisschen verfolgt und das, was du gerade zusammengetragen hast, deswegen, also bis heute Morgen wusste ich davon ja noch nichts. Doch, du hast mir kurz schon mal irgendwas darüber erzählt, ne? Prinzipiell bin ich ja eher so der, auch wenn man es mir nicht anmerkt aufgrund meines Verhaltens, der Bastard. Eher so der faire Spieler, was sowas angeht, deswegen fand ich die Aktion schon krass. Also sowas würde ich zum Beispiel nie machen, obwohl ich schon ein richtiger Wichser bin eigentlich. Aber nette Aussage. Ich war echt ein bisschen überrascht, also... Jetzt, also Robin und ich sind ja, wie bekannt ist, jetzt nicht die allerbesten Freunde, hat sich jetzt in der letzten Vergangenheit, wahrscheinlich aufgrund, dass ich nicht mehr gespielt habe, so ein bisschen gelegt wieder. Aber so was Fairness angeht, ist halt, war er für mich eigentlich nie so der offene Typ, ne? Wie gesagt, wir haben uns da damals auch schon Köpfe bekommen. Aber ja, da ging es ja auch um so Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, also ich finde es eine krasse Aktion. Ist auch für mich nicht entschuldbar. Er hat sich entschuldigt, gut, aber also dann liegt im Prinzip ja jetzt die Verantwortung so ein bisschen bei der ESL, ne? Die Strafe, die sie jetzt bekommen haben, die ist ja ein Witz, ne? Da ja, ne? Kann er sich echt glücklich schätzen, dass die das so aufgenommen haben und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die ESL das halt so ein bisschen aus Schutz vor der Außenwirkung beziehungsweise vor der äußeren Meinung gemacht haben, ne? Dass sie gesagt haben, gut, das hat jetzt noch nicht jeder mitbekommen, dann machen wir die Strafe mal relativ gering, dass vielleicht keiner nachfragt, ne? Weil, wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, ne, wenn da jetzt gekommen wäre, von wegen die Weisen von den Finals disqualifiziert oder Slot weg, ne? Hätte natürlich nochmal jeder nachgefragt und die hätten es halt öffentlich machen müssen, ne? Ja. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem dahinter. Wäre es jetzt schon öffentlich gewesen und vielleicht so ein bisschen mehr Shitstorm dabei gewesen, auch auf der Szene-Seite, die vielleicht eine News veröffentlichen hätte müssen, Hust, dann wäre vielleicht die Strafe auch ganz anders ausgefallen. Ne? Hust. Weil, ne, man kennt das ja, ne, wenn die öffentliche Meinung da ist und die ESL auch von der Öffentlichkeit so ein bisschen unter Druck gesetzt wird. Ich meine, ich bin ja damals durch meine FIFA-Vergangenheit ja schon relativ lange bei der ESL dabei und habe auch schon so die ein oder andere Sache mit denen durchgemacht. Reagieren schon, also erstmal gehen sie natürlich ihrer eigenen Meinung nach und wenn es dann aber irgendwie so ein bisschen Druck von außen gibt, lassen die ja auch mit sich reden, ne? Und wenn dann vielleicht von vornherein so ein bisschen mehr Druck von außen gekommen wäre und irgendwelche Forderungen da gewesen wäre, wäre es vielleicht noch ein bisschen übler für Scrunk und Co. ausgegangen, ne? Wenn das stimmt, wie gesagt, ich war ja nicht dabei, beziehungsweise weiß ich es nicht, aber wenn sich das ganze Team natürlich entschieden hat und eine Aktion war von wegen, ja, ich habe da gehört, ich meine, das gab es ja in der ERS damals schon, ne? Da hat irgendwer gesagt, hier, ne, ich weiß, was die in der Pistole spielen, bereitet euch da und darauf genau. vor, ne? Das ist ja, sag ich mal, noch im Rahmen, ne? Man hat immer so ein paar befreundete Teams, die einem dann auch sagen, hier, die spielen das und das, ne? Aber es ist ja nochmal was aber anders, ob du einen Bericht kriegst oder zu dem. Ja, vor allem weißt du es ja auch vorher, ne? Du weißt, welche Teams so ein miteinander gut auskommen, ne? Du weißt, okay, gegen die habe ich letzte Woche gespielt, die werden jetzt wahrscheinlich wissen, was wir spielen. Ich meine, auf dem Niveau ist es sowieso relativ oft so, dass man weiß, was die gegnerischen Teams spielen. Ne? Es gab ja immer diese Blue Jays-Taktiken, ne? Karl hat ja auch immer relativ in einem gleichen Schema gecallt, ne? Aber es ist trotzdem natürlich nochmal was anderes, wenn du es jetzt von irgendwem hörst oder wenn du es wirklich 1:1 in der Demo siehst, ne? Und den Punkt, den ich dann von Robin auch so ein bisschen lächerlich fand, also weil er gesagt hat, ja, wir kannten nur die Pistol, ne? Ja, das also gerade weil es vorher eben schon rumging und die ESG-Spieler es ja im Prinzip schon wussten, dass sowas da im Raum stand, ne? Und dann, wie gesagt, dann wird halt eine Pistole komplett anti gespielt. Dann weißt du einfach, okay, die haben wirklich die Demo gesehen. Ne? Ne? Face it übrigens. Ja, auf jeden Fall, ich fand's echt krass, ne?
Machen wir Face-Sit, Nils? Ja, können wir machen, ne? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob mich das Allgemeine, der ganze Vorfall mehr schockiert hat oder halt einfach das. Oh, tamam, Bruder, Cressy. Das wirkt jetzt ganz schlecht, Cressy. Cressy, das wirkt jetzt ganz schlecht, wenn du subst, weil dann wirkt das. Hier. Aber Cressy, Dankeschön für den Twitch Prime Sub. Bekommen wir den Helmchen, Mann. Dankeschön. Ich meinte jetzt auch nochmal ganz. Sorry übrigens, dass ich das eben alles so ein bisschen runtergespielt habe, aber. Es ging halt einfach jetzt nicht. Das hat halt einfach nicht ins Schema gepasst. Danke an Boogie nochmal für den Resub. Danke an Manu für 24 Monate. Scotch für die 2 Euro. An Hanna für die 2 Monate. An Clean für 26 Monate. An Marvin für den Sub. An Rob für 17 Monate. Und jetzt an Cressy. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, ihr Lieben. Was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, was mich mehr schockiert hat. So, also die ganze Szene an sich. Also dieses Ganze, was passiert ist. Oder halt einfach, ich weiß nicht, ob du es im Chat gelesen hast, aber wie, das war echt, also. Ja, das wäre jetzt mein erster Punkt. Das war echt traurig, das war wirklich das Armutszeugnis schlechthin so. Ja, also ich, dass man dann sagt, okay, also im Prinzip haben sie ja im Statement schon gesagt, es tut mir leid, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Aber dann muss man halt auch im dazu stehen. Ich meine, du hast. Na, Robin hat dazu gestanden. Ja, aber auch. Ne? Ja, aber er hat sich wenigstens also vernünftig geäußert. Ja, nee, ich habe mich drauf gehackt, Johnny war es nicht und so. Also. Wenn dann aufgeräumt wird und man das ja intern alles quasi schon zugegeben hat, einfach wenn es dann öffentlich ist, mehr oder weniger zu stehen und einfach sagen, passiert, tut mir leid, oder man sagt einfach im Chat gar nichts mehr dazu. Ja, das war auch mein Ding, entweder was Konstruktives oder Schnauze. Aber das ist halt wieder so das Problem, was allgemein in der Szene halt wollen, dass etabliert, das ist ein. Alter, was hast du denn mit deinem Mikro gemacht, Alter? Ja, irgendwie kackst du gerade ab. Ja. Nur noch zusammengebastelt, so ist gut. Du weißt ja, alles selbst so verkauft. Ist perfekt. Ja? Okay. Ja, so ist perfekt. Ja, aber das ist halt so wieder der Punkt, alle wollen irgendwie, dass die Szene professioneller wird, dass sie alle Geld damit verdienen können und nicht mehr arbeiten gehen müssen ihr ganzes Leben. Und dann auf der anderen Seite benehmen sie sich dann halt wie 12-Jährige. Und das gerade von den Leuten, die auch schon länger dabei sind. Das waren jetzt nicht irgendwelche, sag ich mal, 16- bis 18-Jährigen, die jetzt neu in der Szene sind, die vielleicht auch nicht so reif sind. Das war ich in dem Alter bei weitem auch nicht. Mittlerweile arbeite halt länger. Ich habe mich ja aus der Szene quasi schon etwas länger verabschiedet. Und da denkt man jetzt einfach ein bisschen anders. Ne? Ich mache den Jungen da auch keinen Vorwurf irgendwie, aber wenn man länger in der Szene ist und eben auch schon ein bisschen erwachsener sein möchte oder sich so verkauft, muss man sich dann natürlich nach außen auch so zeigen. Dann ist das eben schon, wo die Professionalität anfängt. Aber wie gesagt, davon sind wir im E-Sport noch so weit entfernt, das verstehen die meisten leider nicht. Hm. Ja, Manu, ich habe dir was zugeschrieben. Ich war ein Thema, wo alles gesagt wurde, finde ich halt lustig, wenn Jitko sagt, ein Thema, wo alles gesagt wurde, weil zu diesem Thema wurde bis Samstag noch gar nichts gesagt. Und das erste Mal, das, was zu dem Thema gesagt wurde, war heute Morgen um 1.30 Uhr. Naja, belassen wir es dabei. Aber jeder soll seine Meinung haben. Wenn das typisch deutsch ist, dass wir uns über alles aufregen, weil es sonst nichts gibt, ja, dann ist es halt sonst nichts. Ist ja nichts Wichtiges für die deutsche Szene, wenn sowas gemacht wird, oder? Für die ESL-Meisterschaft. Oder, Nils? Du als ehemaliger Profi? Nee, überhaupt nicht. Nee. Bieten ist auch toll, macht ja nichts. Wurde alles gesagt? Ja, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass man als 99 Damage Caster sich aus allem was raushalten muss und sollte. Ist okay. Könnte nicht sein, dass ich das anders gemacht habe. Aber, also nicht, dass ich jetzt mich eingeschleimt habe, aber ich habe mich da einfach rausgehalten. Versteht ihr? Ich habe mich dann rausgehalten. Aber, und das ist jetzt kein Flame oder sowas, ich denke, wenn Jitko noch etwas länger dabei ist, und ich sollte es als Caster einen schon jucken, was im Hintergrund so passiert und wie viel eklige Scheiße da passiert. Und wenn mich das Spiel reizt, keine Ahnung, wenn du das Spiel castest und man castet die ESL-Meisterschaft, dann sollte man sich auch für das Match selbst interessieren und was der Hintergrund dieses Matches ist. Und das sollte einen auch richtig abfacken, wenn im Hintergrund Scheiße passiert und man das dann casten muss. Ist halt meine Meinung. So war es bei mir immer.
Ich habe das ja schon mal erzählt. So, ich habe welcher von den Spielern, der irgendwo eine Amateur Series oder irgendwie sowas gespielt hat, nicht geträumt, mal in die Profiszene reinzurutschen. Als ich dann bei 19 Damage war und die ersten Stories gehört habe, wusste ich, warum ich es nicht wollte. So, da merkt man erst, wie viel im Argen liegt bei der ganzen Sache. Und es wird nicht besser, es wird halt eher schlimmer. Ist doch egal, wenn du spielst. Ja, so. Ja, also, aber es ist ganz, es wird aber trotzdem immer schlimmer. Ja, das habe ich auch das Gefühl. So, es ist halt auch keiner mehr, also keiner, der den anderen halt so eine Reife vorleben kann, sozusagen. Erzählst du es nicht mal mehr hier, wenn ich unten rechts auf das Symbol klicke? Das ist einfach nicht mehr in der Liste. Naja. Last Played, 27.09. auf das Gegner. Ja, du, ich mach mir auch nicht viel Hoffnung. Ich habe auch noch keine Sekunde heute gespielt. Ja, okay, heute gegen. Ich habe seit drei